So, jetzt sind wir auch mal angekommen im Jahr 2012. Und dann wollen wir doch gleich mal mit ein bisschen Horror beginnen. Horror, ja, Horror. Eine HD Collection. Parade. Ja, die erste macht Silent Hill HD Collection. Habe ich von dir gehört. Gruselig? Die gruseligsten Horrorspiele überhaupt, weil sie gehen, sie werden nicht auf Monster ein, sondern mehr auf die Psyche. Das Ding ist auf den menschlichen Horror. Richtig. Der Mensch ist der Horror. Oh, ja. Ne? Mhm. Also, die besten Teile 2 und 3 sind dabei. Das Problem war, diese Klassiker sind ja rausgekommen mit einer so hässlichen Grafik. Da haben die Fans geschrien, geworfen und gehatet, dass sie dachten, weißt du was, ich gebe 30 Euro dafür aus für eine schönere Version von Teil 2 und Teil 3. Und dann kriege ich sowas. Ne? Ah, okay. Da haben sie geschrien und dann kam schnell ein Update und dann waren alle zufrieden. Ne? Weil so eine Spiele, das darf man nicht. Oh, die haben auch den Soundtrack ein bisschen verändert. Darf der auch nicht. Die haben alles wieder original drauf gemacht. Alles so, wie es war. In schöner Grafik. Ja, und Teil 2 und Teil 3 gelten als die tiefgründigsten Horrorspiele unserer Zeit. Also, wo beginnt das da genau? Silent Hill. Also, das Ding ist so, da Leute kommen in Silent Hill, die ihre sozusagen Sünden durchleben. Okay. Ja? Das heißt, wenn du jetzt ganz, ganz böse Sachen gemacht hast, wie deine Frau bringen hin, dann kommst du nach Silent Hill und durchlebst deine Hölle selber. Hörst dich schon mal schlimmer an. Ja. Silent Hill. Silent Hill 2 gilt als einer der besten Teile, weil es der Anfang ist und zweitens so eine tiefgründige psychologische Story hat, dass du einfach nur sagst, wow, so ein Spiel habe ich noch nie gespielt. Die Opferrolle wird dir so rübergebracht. Du wirst das Spiel auch nicht nur einmal durchspielen, du wirst das fünfmal durchspielen, weil es auch so viele Enden hat. Einmal auch ein Gag-Ende. Weißt du, was da passiert? Ja. Aber ich glaube, das verraten wir an dieser Stelle. Natürlich nicht. Ne? Die es gespielt haben, die wissen ganz genau, ich finde es nicht so. Das weiß die ein bisschen aus dem Spiel. Aber auf jeden Fall, Atmosphäre, ey, es ist bedrückend, es ist geil. Teil 3 knüpft halt, ist eigentlich der offizielle Teil 2. Okay. Der spielt halt ein paar Jährchen nach 1. Da spielst du die Tochter von dem Vater in Teil 1. Und Teil 3 setzt halt eine Gangart härter ein. Okay. Also der gibt richtig Gas. Teil 2 lässt sich so Zeit, das ist so ganz ruhiger Horror mit nur einer Explosion. Und Teil 3, der sagt dann knallhart. Naja, nicht so knallhart, aber die Panik ist sehr schnell da. Also das geht richtig zur Sache. Also da merkst du schon, oh scheiße, verdammt. Hier ist jetzt nur der zweite oder dritte Teil. Was war mit dem ersten? Der erste war für PlayStation 1. Das hätten die nicht, wollten die nicht machen, müssen ja das wieder neu machen. Ah, okay. Den vierten Teil war für die PlayStation 2, wollten aber die Fans nicht. Hat sich relativ schlecht verkauft. Tja, und dann haben sie 2 und 3 bekommen. Ich sage, wer diese Perlen noch nicht gespielt hat, bitte kaufen, weil so eine Horrorspiele werdet ihr nie wieder sehen. Und so eine tiefgründigen Story habt ihr noch nie gesehen. Das hört sich doch auf jeden Fall nach dem Kaufmann an. Ja, aber dann seid ihr aber auch danach ein bisschen verstört. Wenn ihr das versteht alles. Ach du Scheiße. Ah, kommen wir zur nächsten HD Collection. Ja. Eine, die nicht so gut ankam bei den meisten Fans. Bei den meisten Fans auf jeden Fall. Da dachte ich auch so, ha. Die Devil May Cry HD Collection, dachte ich so, ja.
schön, dass... Das ist da HD. Nö, aber... Also der erste Teil... Der sieht Bombe aus. Also man muss sagen, Devil May Cry Teil 1, Teil 2 und Teil 3 waren dabei. Ja, und Teil 3, die Special Edition mit dabei, die du in jede Ecke bekommen hast dann irgendwann. Ich dachte... Unnötig. Ja, aber naja, ist dabei halt. Ich sag mal so, ich fand es schön, dass Dante eine HD-Collection bekommen hat, weil die Xboxer nur Teil 4 bekommen haben, aber die Xboxer bekommen jetzt dann auch alle drei. So, das Problem von Teil 1, es ist hart wie eh und je. Die Grafik ist aber Bombe. Aber die haben die echt gut rausgehauen. Die haben echt nicht viel gemacht, weil das Original, der Original Teil 1 sah immer noch heute gut aus. Ja. Ne? Gesichtsanimation, weiß der Geier, da muss man sich vorstellen, das ist von 2002 das Game. So, dann kam Devil May Cry 2, natürlich immer noch, selbst mit HD-Grafik wieder, sind so heiße Spiele. So. Ja, und es ist halt, ne? Irgendwo ist es, ja, ne? Die Mühe haben sie sich da nicht. Nee, da denkt man, hä, was haben die sich dabei gedacht? Ein Spiel voll auf die Fresse. Wie ein Schlag in die Fresse und fühlt sich auch so an. Dann kommt Devil May Cry 3, da habe ich mehr erwartet. Dachte ich so, ey, ein Spiel aus 2006, da müssen die echt nicht viel machen. Ich habe das mal verglichen mit meiner PS2-Version. Meine PS2-Version sieht besser aus als die Ingame-Grafik von der HD Collection. Da dachte ich, was ist da los? Wenn Dante sich bewegt, dann sieht man voll, wie das sich verwischt. Ich dachte, nein, 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 nein. Ja, was sie sich da gedacht haben. Das also, Maurice saß neben mir, ich war außer sich. Man hat den Unterschied auf jeden Fall, zumindest beim ersten Teil, gemerkt. Beim zweiten... Das sah auch gut aus, aber ja, was ist beim dritten los? Da dachte ich, was? Beim dritten, da habe ich aber auch gemerkt, irgendwas lief da schief. Irgendeiner einen falschen Knopf gedrückt oder... Du hast nicht, weil ich verstehe das nicht. Nicht zu verstehen. Gerade das Spiel, was alle gespielt haben, der mechanischste Teil und dann so eine Wischiwaschi. Jetzt wollen wir aber auch nicht nur abhaten. Man muss sagen, ich hatte früher nur den ersten Teil gespielt. Ich bin, muss ehrlich zugeben, nicht über den ersten Endgegner gekommen, weil das Spiel. Der erste Teil so scheiße schwer war. Über Phantom, da die Spinne. Genau, und dann sehe ich im Laden Teil 1, Teil 2 und Teil 3. 30 Euro, das Ding kannst du mitnehmen. Den ersten Teil, den kannst du so durchspielen, wenn man es drauf hat mittlerweile. Den zweiten Teil, der zweite Teil ist jetzt nicht wirklich Bombe. Und dann der dritte, grafisch jetzt natürlich nicht, aber spieletechnisch natürlich gesehen, absoluter Hammer. Natürlich spieletechnisch ein Meisterwerk der PS2-Ära am Ende mit God of War 2 nachher. Gibt es natürlich auch nochmal als HD-Collection. Nur mal so angemerkt. Ja. Also, wenn du God of War nachholen willst, gibt die PS-Titel, PSP-Titel gibt es mittlerweile auch für die PS3. Oh, auch nicht schlecht. Jupp. Aber diese HD-Collection, sie ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber für Xbox-Freunde wäre es halbwegs empfehlenswert. Es ist empfehlenswert, weil, ich meine, mittlerweile ist Devil May Cry ja auch Multi. Und ab den vierten, da dachte ich, sie haben den vierten Teil, aber sie wissen nicht, was los ist. Naja. Naja, machen wir mit der nächsten HD-Collection. Metal Gear Solid HD Collection. Ja, man denkt, Metal Gear Solid HD Collection. Ja, da kann man sich viel dran denken. Tja, der Zweier soll drin sein. Ist, also der Zweier ist drin, der Dritte ist drin und Peace Walker, der PSP-Titel, ist drin. Auch schön. Ich finde das doch schön, aber die Xboxer bekommen auch das. Da dann sage ich mal, kreide ich mal kurz an. Der Zweier, der bringt die Twists einfach in die Story. So, was sollen damit Xboxer anfangen? Nichts, richtig. Der Dreier ist der Anfang von allem und mit der beste Teil, so wie jeder Metal Gear Fan sagt. Ne? Nicht, dass die anderen Spiele nicht schlecht sind, aber der dritte Teil, der ist einfach awesome. Echt gut gemachtes Spiel. Und dann Peace Walker ist halt eine nette Beilage.
dann denke ich, dann dachte ich mir so, von der Grafik her natürlich over the top, ey. Und dann dachte ich so, ja, Herr Kojima, was haben Sie sich dabei gedacht, dass Sie Metal Gear Solid HD Collection auch für die Xbox rausbringen, wo die Leute nur 2 und 3 bekommen? Was Sie wirklich da wollen, das ist auch immer so eine Sache, dass jetzt mittlerweile jedes Spiel auch für die Xbox für die Multi machen. Irgendwie ist das da. Also, ich sag mal so, für die Xboxer hätten die es lachen können. Und diese HD Collection ist jetzt völlig wertlos, weil es gibt jetzt mittlerweile die Legacy Edition. Und für welche Konsole kommen sie raus? Natürlich nur für die PS3. Warum? Weil erstens, Metal Gear Solid 4 würde niemals auf die Xbox funktionieren. Niemals. Und ein Metal Gear Solid 1 kann nicht auf einer Xbox laufen, weil das ein PS1-Titel ist. Wo kriegst du das nur? Auf der PlayStation. Ja, so ist das. So muss das sein. Kojima hat es richtig gemacht. So, jetzt hat aber Kojima noch ein komisches Ding gemacht. Er hätte gerne Interesse, den allerersten Teil in der neuesten fetten Fox Engine Grafik zu machen. Ich dachte, what the fuck? Oh. So, er sucht ein Studio. Studio hat sich mittlerweile beworben. Wenn Kojima das macht, dann hat das mittlerweile schon jeder 6-mal zu Hause. Ich dann mittlerweile dann zum 2. Mal, weil ich immer noch mit dem Original zufrieden bin. Ich hätte doch schon gerne den Gamecube-Titel, wenn ich eine Wii hätte, dann hätte ich ihn schon 2-mal zu Hause. Weil das in der Metal Gear, also in der PlayStation 2 Grafik schon ist. So, deswegen sage ich, die Metal Gear Solid HD Collection, wer es nicht gespielt hat, ist okay. Wer es nur als Einführung braucht für den 5er, ist okay, weil die Spielmechanik steigert sich von 2 zu 3 zu Peace Walker. Ist wirklich okay. Und Kojima sagt, man sollte 2 und 3 gespielt haben. Okay. Come on. Sind jetzt tolle Spiele. Also ich würde es mir nicht nur wegen den 3er holen, weil es ist sonst weggeschmissenes Geld. Wer die Spiele überhaupt nicht kennt, der wird sowieso nicht verstehen, was dahinter ist. Außer er kauft sich wirklich das für die PS3. So. Jetzt kommen wir mal auch zu einem ersten vollwertigen Spiel, Soul Calibur 5. Ein schönes Spiel in der Haft. Ja, so mit Schwertern und so? Nein, natürlich, wir haben Ahnung. Ich wollte jetzt nur mal so tun. Vorhin kurz angespielt? Ja, natürlich. Und ich muss sagen, Soul Calibur 5 ist leider für mich nicht der beste Teil dieser Reihe. Sie haben einfach das Kampfsystem entschlackt und vereinfacht. Vom Design her natürlich haben sie noch eine Prise draufgesetzt. Also es sah echt teilweise ja Bombe aus. Soul Calibur ist immer der schönere Teil neben Tekken, leider. Muss man sagen. Ich weiß nicht, die geben sich irgendwie mehr Mühe. Wie gesagt, das Kampfsystem, ich weiß nicht, aber ich finde es nicht so doll, es ist viel zu einfach, ich spiele es und ich kann es. Aber für mich als Anfänger so da reinzukommen. Ja, das ist für jeden, also für dich ist es wie geschaffen. Ja, es ging. Also macht schon Spaß. Je nachdem, was für ein Charakter halt. Mhm. Zum Beispiel gibt das einen Charakter namens Nightmare, vielleicht gibt ihn in jedem Teil. Ja. Dann kennen ihn natürlich viele. Mhm. Kommt man zu Anfang, finde ich, gar nicht mit klar. Muss man wieder den dementsprechenden Charakter finden, Kombos lernen, was kann man wie machen, und ist schon so ein bisschen kleinere Arbeit, da sich da reinzufuchsen. Aber man kriegt die schnell raus und ja, man hat dann schnell Spaß und dann geht man zum, das ist positiv in diesem Spiel, zum allumfangsten Creative Your Character Modus. Ist sehr gut gemacht. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ja, nur die Story ist ein bisschen blass. Ein paar Charaktere sind weg, weil das ja 17 Jahre nach vorne gegangen ist. Man spielt ein paar Kinder von den Stilen aus den vorigen Teilen. Naja, ich sag mal so, Soul Calibur 5 ist nicht ganz misslungen. Es ist okay. Man kann es sich holen. Ein solider Teil. Ich war nicht ganz weg. Ich habe es auch nur für 40€ geholt. Da war ich noch schmerzfrei. Wenn ich mir so heute überlege, würde ich sagen, ich würde es gerne zurückgeben, aber behalten wir es. Ich finde es trotzdem cool, weil es optisch doch schon
nicht schlecht ist und naja. Man kann es gut im Regal stehen haben. Ja, natürlich. Ne? Also, wenn man für zwischendurch einen Schwertklopper braucht, ist es immer gut. Bei den Feeder, da muss man sich wieder ein bisschen mehr reinhängen. Und man hat noch die Classic Characters aus der alten EG. So, jetzt kommen wir natürlich zu unseren Lieblingsmarke, wie ihr schon, glaube ich, bemerkt habt. Japano-RPG, Square Enix mittlerweile. Absoluter Star-Titel. Star-Titel, natürlich, natürlich. Für mich schon der Anwärter auf das Spiel des Jahres, dachte ich. Final Fantasy 13-2. Zum zweiten Mal. Verdammt, wie viel zwei haben wir jetzt hier? Oha. Zu viel. Auf jeden Fall, der erste, zweite Teil kam mit der PlayStation 2 Ära, wo Square Enix entstanden ist und haben gedacht, ey, die Story war ja so cool in 10, da machen wir mal einfach 10-2. Haben sie relativ gut gemacht. Das kam auch gut rüber. Kam auch gut rüber, die meisten Mädels auch. Klar, unglaublich. Natürlich. Es ist ja, du spielst ja auch nur mit Mädels, mit Yuna, Ping und Sexy Riku. Ey Mann, das ist so knapp bekleidet, da geht gar nichts, egal. Auf jeden Fall, die haben das Jobsystem ein bisschen wieder reingebracht und so. Und man, es hat auch mehr Spielerwert wegen den verschiedenen Enden. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Teil raus. Natürlich 13-2. Man spielt die kleine Schwester von Lightning. Jupp. Und also es spielt 3 Jahre nach dem Jahr des Sturzes und man fragt sich, what the fuck, was, wieso ist Lightning in Valhalla, warum ist das so ein epischer Kampf? Tja, das wird alles erklärt nachher von Lightning himself, ganz am Ende des Spiels. Kampfsystem hat sich nicht viel verändert. Ja, also sag mal so, das Pacing wurde ein bisschen angekurbelt, ein bisschen schneller, ein bisschen, ich würde nicht sagen einfacher, sie haben es eher schwerer gemacht, weil du hast jetzt nur noch 2 aktive Charaktere, mit denen du kämpfst, Noel Kreis und Sarah halt. Sarah Farron hier. Und das neue Feature ist dabei Monster. Man hat 3 verschiedene Monster zur Auswahl, die man fangen kann. Mhm. Und jedes Monster hat natürlich einen Job. Also eine eigene Rolle. Genau, kannst du auch entwickeln. Und zwischen diesen musst du jetzt natürlich wählen. Welches nimmst du, welches passt am besten genau. Im Team? Die haben natürlich auch so ein super Limit-Biken. Ich sage mal nur Limit-Biken seit 7. Und ja, ich finde diese Fähigkeiten sehr gut gemacht. Das haben sie gut gemacht, nur was doof gemacht, was das vereinfacht, finde ich. Zum Beispiel Sarah und Noel können absolut jede Rolle übernehmen. Gleich zu Anfang. Ja, okay, jetzt nicht gleich zu Anfang, aber nachdem du Stufe, meinetwegen 5 bist, kannst du schon gleich mit Sarah Verteidiger werden. Ja, das Problem ist aber, ne, also, jetzt kommt ein bisschen die Verteidigung von dem Spiel. Du musst dich aber auf die Werte verlassen, auf die Sarah so baut. Also, sie hat einen Bogen, sie ist Fernkämpferin, also gehe ich mal davon aus, Magie und Angriff erstmal. Klar. Ne? Was macht Noel? Noel ist der Haut-drauf-Typ, aber kann auch sehr gut schützen. Also denkt man, der hat auch hohe Verteidigung. Also geht man so drauf zu erstmal. Ne, dieser Argumentor und ja, jetzt kommt wieder Fachchinesisch hier, die 2 Final Fantasy-Typen, die können über alles sprechen. Nein, wir hören lieber damit auf jeden Fall. Es lässt dir, ich finde das ja okay, dass dir dieses Spiel die Freiheiten gibt. Ne? Nicht so wie in 13, dass du erst die Rollen hast, die für die Partner, also für die Figur erst recht bestimmt ist und du kannst nachher alle dann, ich finde das okay. Was ich kann aber, jeder individuell wieder spielen, das ist ja das, was die Fans erwartet haben. Das neue Feature ist ja Zeitreisen, da passiert ziemlich, ganz schön viel Fuck-Shit. Teilweise muss man echt aufpassen. Ja, genau. Verschiedene Paradoxen. Oh ja, Paradoxen, sagst du schon? Oha. Oh. Die heißen ja Paradoxen, aber... Naja, und auf jeden Fall, dieser Teil, sagen wir mal so, ist gar nicht nett. Nee, also schön ist was anderes. Schön ist was anderes, also... Also, es ist ein guter Teil zu spielen.
man könnte sagen, die Passion von Sarah Farron. Genau, so kann man das gut beschreiben. Ja. Aber was ich finde, was dem Spiel so ein ganz bisschen die Stimmung geraubt hat, was es bisher, glaube ich, noch in keinem Final Fantasy gab, du konntest den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ja, also, absolut, also Leute, das war auch extra nur für Europa. Da sind die Japaner, die haben einfach zu wenig Vertrauen in uns. Wirklich, das gab es noch nie bei einem Final Fantasy, dass du Schwierigkeitsgrad einstellen konntest. Ja. Und dann gehst du da auf einmal zum Menü, auf einmal steht da einfach und normal. Das schockt doch. Da habe ich auch so gedacht, Moris kommt her, dachte ich so, irgendwas stimmt hier nicht. Stell dich auch normal. Was ist los? Junge, jetzt kannst du grinden bis zum Abgehen. Dachte, okay. Aber was dieser einfache Modus sollte, das ist höchstwahrscheinlich, damit das mal so jeder spielen kann. Ja, oh mein Gott, ich bin so genau. Gut. Eigentlich so echt geiles Spiel, die Möglichkeiten, die du da hast. Jedenfalls eine gute Steigerung zum 13er. Da merkt man, dass die Spiele sich sehr gut weiterentwickeln. Ja, und man fragt sich, ja, gibt's auch einen dritten Teil? Ja, der kommt, aber erst Februar 2014. Ah, ich glaube, da warten viele Leute jetzt gespannt. Ja, jedenfalls die Fans von 13. Ich warte sehnlichst darauf, weil das richtige Ende nochmal vom Spiel, ich betone das Ende immer gern zweimal, ja. Weil es in DLC Requiem für die Göttin das richtige Ende kommt. Ein sehr trauriges Ende auch nochmal. Also das geht auch ein bisschen auf die Tränendüsen. Ja. Also beim ersten Mal habe ich ein bisschen doch geweint. Das ist eigentlich ein bisschen schade, deswegen warte ich auch so auf den nächsten Teil. Mhm. Weil wenn man 13.2 jetzt durchgespielt hat, man will nicht, dass das Ende ist. Ja, ey, das will man gar nicht. Nee. Und da wartet man jetzt sowieso drauf, dass das weitergeht. Man möchte, dass sie doch ein gutes Ende irgendwo findet. Ja. Das möchte man. Man möchte nicht, dass es zu Ende endlich ist, sondern man möchte einfach, dass es ein schönes Ende hat. Ein doch irgendwo ein zufriedenes Ende. Es muss nicht schön sein. Es kann nur so hässlich sein, aber Hauptsache so zufrieden, so für sich auch. Weißt du, dass du sagen kannst, hey, okay, sie hat endlich ihren Kampf gemacht und so, ne, weil alleine, wie du siehst, wie die alle da, ach, da geht alles kaputt und das mit der Zeit, das war doch nicht so richtig und was ist richtig, was ist falsch? Endlich mal ein Spiel aus der Final Fantasy Seite, die so gar nicht gut ausgeht. So eine bisschen dunkle Seite. Ja, richtig dark, Alter. Fand ich gut. Das war so ein bisschen mehr in die Richtung von Final Fantasy 8. Wo Final Fantasy aber diesmal ins Klo gegriffen hat, genauso wie bei 13 Multititel. Auch für die Xbox. Ja, da war mein Geschrei doch etwas groß. Wo Final Fantasy 13 noch speziell für die PS3 konzipiert wurde und später dann für die Xbox tatsächlich noch rauskam, haben die ja 3 DVDs gehabt, ne? Weil ab da kamen ja 50 GB Blu-rays. Ja. So, dann habe ich gehört, dass 13.2 auf eine DVD kommt und auf einer Blu-ray. Da dachte ich so, hey, wegen den scheiß Xboxern kriegen wir bestimmt Abstiche. Ja, das ist schade eigentlich. Ja. Hätten die sich auf die PS4 konzentriert, wäre es bestimmt besser. Eindeutig. Ne? Aber nichts gegen Xbox, die sollen ja auch was davon haben, mein Gott. Ich meine, können die wenigstens auch mal in den Genuss von Final Fantasy kommen? Ja, natürlich. Aber nicht gerade die besten Teile. Genau. Aber einer der guten Teile. Also ich sag das persönlich. Ja. Wer jetzt nicht meiner Meinung ist, okay, ist auch jedem überlassen. Also ich mag die Charaktere seit den 13er 1er und ich mag einfach die ganze Welt. Kampfsystem ist natürlich nicht was für jeden. Stimmt. Man muss sich damit schon so ein bisschen auseinandersetzen. Das ist nicht einfach, ja, Attacke hier, Attacke da. Man muss sich da schon ein bisschen mit auskennen. Ja, genau. Also hat auch bei mir eine Weile gedauert. Ja. Man musste mir das erstmal zeigen. Ja, 10 Stunden vorspielen hier. Um zu zeigen, alter Junge, hier. Das hat taktischen Hintergrund. Timing. Und dann sagt er, yo. Und dann lief das auch. I'm Soldier, hat er gesagt. So, Thanos. Hat er mal gezeigt, wo der Hammer hängt und das Schwert.
Und die Freundschaft und was auch immer. Naja, okay, wir reden nicht viel zu viel. Wir reden hier schon fast nur über Final Fantasy 13 2. Natürlich gäbe es auch andere Spiele, sehr schöne. Wir wollen ja auch mal so ein bisschen Sport reinbringen. Natürlich, mein Lieblingssport, was ich persönlich sehr gerne spiele, Snowboarding, SSX. Kommt. Ja. Also absolut geil, so geiles Spiel. Move-mäßig her, vom Snowboarden ein bisschen übertrieben, aber das passt. Hey, das SSX. Ja genau, SSX war nie ernst. Das ging einfach nur um Style und wer macht die meisten fetten Punkte? Und aber da ist es endlich mehr HD-Grafik. Das coole Feature haben sie noch so beigebracht, die Musik ändert sich jeweils, wie du landest und wie du... Genau, absolut geile Sache. Das fand ich ganz geil gemacht. Ja, ich bin immer noch dabei, irgendwann zu holen für lange Wintertage oder einfach mal so, wenn nichts dabei ist, weil wo ich damals das auf der PS2 hatte, den ersten Teil finde ich immer noch der beste bisher. Also der neue SSX-Teil ist auch gut. Den habe ich immer wieder gezockt, immer wieder. Immer wieder. Ich meine, das war so, dass noch dieses Fun-Sportspiel nach Tony Hawk was richtig gerissen hat. SSX, 6 fette Berge, die du einfach nur runtersliden musst und das mit möglichst geilen Move. Ja, klar. Und die Move-Palette reicht von hier bis Mexiko, wie du mal sagen kannst. Ja. Langsam nehme ich den Spruch weg. Ich glaube, hier bist du mal Metten. Den solltest du mal, glaube ich, patentieren. Ja, was man aber sagen muss, da das immer nur 6 Berge sind, wird es, glaube ich, ziemlich schnell eintönig. Aber so wie ich SSX kenne, ich weiß es ja nicht, ich habe bisher nur die Demo gespielt und so, also es fühlt sich super an, ey, da muss man auch reinkommen wieder, ich mag das. Die Stecken sehen sehr geil aus, also sehr abwechslungsreich und sehr gefährlich auch. Deadly Descent sollte es ja zuerst heißen. Ich dachte, joa, der Trailer erstmal voll dark, Alter, vom Hubschrauber fliegen, rüberspringen und so. Aber dann wurde es doch ein bisschen wieder bunter, ein bisschen lebendiger. Finde ich okay. Man kann aber auch in der Nacht fahren. Oh. Ja, ey, fuck, du kriegst richtig Panik, glaube ich. Auf jeden Fall, ich denke mal, bei SSX konnte man immer verschiedene Boards freispielen, verschiedene Klamotten. Verschiedene Stats, wenn das noch geht, ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall, es hat in der Auswahl bestes individuelle Sportgame des Jahres gewonnen. Für mich verdient. Verdient auch. Bei SSX ist ein tolles Spiel, Snowboard-Spiel, was man echt kaufen sollte. Und was gibt es sonst als Snowboard-Style-Tricky machen? Tony Hawk ist tot, also nimmt SSX. Genau. Es bockt auch. Es ist einfach, es ist cool. Es ist mal was Cooles, Altes wieder, was richtig wieder Bock bringt. Also ein Fun-Snowboard-Spiel, was sich gar nicht ernst nimmt, wo, ich meine, man muss schon die Tricks können, aber die kommen gut rüber. Es ist nicht, also es gibt eindeutig ernstere Sportspiele, aber das nimmt sich echt nichts weg. Genau. Kriegt man auch mittlerweile schon für einen guten 40er. Und ich glaube, da gibt es auch genug DLCs. Und ja. Ja. So, jetzt kommen wir zu der nächsten Handheld-Konsole. Die zweite Konsole der offiziellen 8. Generation. Die PS Vita. Leider nicht so der Burner. Nicht so der Burner, obwohl das Line-Up gut war. Da kam FIFA raus, ein Uncharted, ein Persona 4, ein Gravity Rush und ein Little Big Planet Karting und ein Little Big Planet 2. Es ist eigentlich massives, gutes Line-Up eigentlich. Gutes Line-Up? Ja. Und dann wurden die Spiele angespielt. Die waren okay, aber dann kam danach nichts. Dann kam lange Luft nichts. So leise von der PSP, da dachte ich, PS Vita, allein der Name, Vita, da denkt man so eher, Vita, warum Vita, was ist daran vital, oder
Vitamin B oder als so. Als ich das erste Mal Vita gehört habe, Final Fantasy, Vita, Heilungszauber. Was anderes ist mir dazu nicht eingefallen. Danke. Dachte ich auch so. Und ich dachte so, hä, wollte jetzt einer auf Vegetarier machen? Naja, PS Vita auf jeden Fall hatte ein cooles Feature. Hat die Grafik von der PS3 in den Handheld. Ist auch ein kleines Mobile-Phone. Ne? Ja, also, ne? Multimedia-Gerät. Ja, Multimedia-Gerät, sehr, also, ja. Und könnte man damit telefonieren, wäre es ein Handy. Richtig. Das Ding ist eigentlich nicht schlecht. Dieses Crossplaying haben sie sehr gut mit LittleBigPlanet 2 sehr gut dargestellt. Ja. Nur das Problem war, das Spiel-Line-Up war ein bisschen mau. Bis zu einem gewissen, ab Ende 2012 kam das wieder und dieses Jahr kommt es, richtig. Und dieses Jahr, Ende dieses Jahres, wo die PS4 so langsam an Veröffentlichung kommen sollte, haben sie gesagt, dass die PS Vita geplant war als, wie heißt das? Add-on Connection, sowas in der Richtung. Als ein Teil der PS4. Peripher-Gerät. Als Peripher-Gerät für die PS4 schon konstruiert wäre. Da dachte ich so... Klar, wir bringen zuerst die Handheld-Konsole. Natürlich. Konsole. Ja. Warum nee. Nicht, ne? Also. Dann denkst du auch, da gibst du so viel Geld aus. Ich glaube, wie viel hat die gekostet? 299? Bestimmt. Und dann die Spiele. Voll teuer. Und dann ist das eigentlich erst für eine Konsole gedacht. Die erst in... in ein Jahr rauskommt. Genau. Und das Spiele-Line-Up ist so tot, dann auf einmal gewesen. Guter Start und dann... Naja, Sony, da dachte ich auch so, wieder Geld versemmelt. Ja, mittlerweile die PS Vita, viele sagen auch, also ich lese so manchmal in Forums, und viele sagen so, die Spiele, die so auf Konsole rauskommen, hoffentlich können wir auch eine PS Vita-Version. Ne, weil die hoffen, dass das Ding nicht da in der Ecke weiter liegt. Ne? Klar, aber jetzt wo sie gesagt... Mittlerweile kommen ja sehr viele Spiele für die PS Vita raus, so Multi. Ne? Also sie wollen halt, dass jetzt mehr so, dass mehr Leute das spielen, damit sie das nachher mit der PS4 verbinden. Ja, das finde ich natürlich cooles Feature. Ich weiß nicht, ob ich eine PS Vita brauche. Ich sage persönlich, nö. Ja, mittlerweile gibt es dieses Pack PS Vita plus 10 Spiele. Da könnte man sich das natürlich überlegen, aber was für 10 Spiele und lohnt sich das? Kommt drauf an. Ne? Ich weiß das. Also falsch kann man da nichts machen, eigentlich, wenn man Bock drauf hat, aber ich persönlich habe keinen Bock drauf. Also mehr als 200 Euro würde ich nicht ausgeben. Ja, ich brauche das Ding auch erstmal nicht. Nee. Ich bin ja, also ich sag mal so, wir beide sind so smart genug, dass wir sagen, wir brauchen das nicht. Nee, also das kann man, so braucht man das nicht, wenn man jetzt eine unbedingt PSP oder PS Vita haben will. Kann man sich das so holen, dann hat man schon mal so ein paar Spiele zur Auswahl, kann gucken, was die PS Vita zu bieten hat und die PSP-Spiele müssten ja drauf zu spielen sein. Ja, das haben die mittlerweile hingekriegt, das war ja das große Problem, dass sie erstmal das digital anbieten wollten, kann man aber trotzdem PS Vita-Spiele spielen. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, ich habe das Ding leider nie in der Hand gehabt, weil es keiner hier hat, keiner in meiner Umgebung oder Freundeskreis, unglaublich. Tja, kommt halt nicht an. Kommt halt nicht so ganz gut an, aber wir werden ja mal in der Zukunft sehen, ob Sony das wieder unter in den Keller steckt wie Move oder doch weiter am Leben erhält, weil die PS4 ja jetzt als PS4-Gerät dient. Ja, ich glaube aber eher, PS Vita geht unter aus einem ganz bestimmten Future Handys. Ja, Mobile Gaming, aber du. Nee, das hier kommt darauf hinaus, diese PS Vita soll ja mit der PlayStation 4 verbunden werden. Das Ganze soll ja aber mit Handys auch funktionieren. Ja, also... Das wird da so ein bisschen untergehen, glaube ich zumindest. Ja, aber es war auch voll scheiße, wenn du jetzt gezwungen wärst, eine PS Vita zu holen, als PS4-Gerät. Ja. Ey, komm, da machst du ja eigentlich was Richtiges. Wenn die selber sich ins Ofen schießen, ey, müssen die selber damit klarkommen. Sony kam immer damit klar. Ja. Ich denke mal so, die werden mit der PS4 genug Gewinn machen, weil die haben jetzt einfach die Leute auf ihrer Seite, Xbox eher weniger, obwohl es trotzdem noch so viele Leute gibt, die eine Xbox One holen. Ich sag mal so, die PS Vita hat vielleicht noch eine gute Zukunft, wenn sie die auch nicht so versauern lassen wie Nintendo die Wii U.
Weil das ist genauso, meiner Meinung nach. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht, weil... Jetzt, wo wir gerade von hier mobilen Gaming-Konsolen reden, hat Microsoft da eigentlich mal was an den Start gebracht? Nö. Nö. Fällt mir gerade mal so auf. Weil Sony und Nintendo haben das. Ja, Nintendo war ja immer da, aber Sony hat mit der PSP angefangen, was teilweise untergegangen ist. Eigentlich ist die PSP mittlerweile als ein Mogul für japanische RPGs. Also, ja. Da kannst du importieren, bis der Art kommt. Da findest du geile Spiele, da hast du nie gespielt. Genauso wie für den 3DS, da kriegst du auch ganz geile japanische Spiele, aber mal ganz weit abgesehen. Ja, die PS Vita, sagen wir mal so, das nicht so angekommen, wie man es gerne missglückte hätte. Kind, das glänzen wollte, aber nicht konnte. So. Das fette Kind beim Schönheitswettbewerb. Fast eine perfekte Beschreibung. Fuck. Ja. Und Sony ist ja fett. So, jetzt kommen wir zum ersten, ja, für die meisten Allgemeinheit Hammerspiel, auch Spiel des Jahres 2012, gewählt von den meisten, Mass Effect 3. Hammer. Ich sag persönlich, ich muss es nochmal erwähnen, Mass Effect ist für mich einer der vertretbarsten Spiele dieser Generation. Also wenn ein Spiel zeigen sollte, was die Konzentration drauf hat, Spiel bitte Mass Effect vorspielen. Es ist ein Rollenspiel, erstens, es sieht saugut aus, es ist eine Science-Fiction-Opera, die man einfach nicht verfilmen kann, es geht einfach nicht. Diese Welt lebt einfach sowas von genial. Jede Rasse, jede Entscheidung, hammerheftig. Jede Figur hat so viel Leben. Dein Konflikt, alles. Natürlich lenkt das irgendwann nachher zu deinem Ende, egal wie du gespielt hast. Genau. Aber es ist damit auch zu Ende. Aber Leute, es ist einfach nur unglaublich. Durch die Weiten des Weltraums, du kannst erforschen. Ja. Das ist... Da ist Star Trek und Star Wars nichts dagegen. Einfach nichts. Wie schon erwähnt, grafische Bombe, spielerisch, hält sich das auch? Alter, das macht so viel einfach richtig. Das ist BioWares Aushängeschild. Also wenn man BioWare sagt, dann denkt man gleich an Mass Effect. Nicht an Dragon Age sofort, nur an... Nee, da denkt man sofort an Mass Effect. Ja. Das, was man in Teil 1 und 2 erlebt hat, wirkt sich natürlich auch auf den Dritten aus. Natürlich, aber... Alles, was du da tust... Es lenkt aber alles auf das Ende. Hängt davon ab, aber wie das Spiel weiterläuft. Das haben die wieder gut gemacht mit den, glaube ich, 4 oder 5 DLCs-Kapitel, die selber nochmal 2 Stunden oder mehr Inhalt haben. Alter Schwede, das erweitert das... Das kann man gar nicht beschreiben. Es ist so Mass Effect. Einfach nur Epicness über Epicness. Alter, Epicness, das beschreibt das Wort richtig. Mir fällt jetzt sogar gar nichts Schlechtes über dieses Spiel ein. Nee, ich könnte es auch nicht sagen, weil es macht die Sache so gut. Obwohl sehr viele abgehatet haben, also das waren sehr schlimme Monate bis zu einem gewissen Grad, wo das erste DLC kam. Die haben einfach abgehatet, dass das Ende so kacke war. Ja, okay. Man kann verstehen, du investierst circa dein halbes Leben in Stunden in dieses Spiel und dann denkt das alles nur auf dieses eine Ende, egal was du machst. Das ist man schon frustrierend, aber hätten sie das weitermachen sollen oder nicht? Das wäre jetzt die Frage gewesen. Ich habe leider das Ende noch nicht gespielt. Ich muss noch den zweiten nachholen, weil ich habe damals nur den ersten gespielt. Es gibt mittlerweile jetzt auch diese tolle Box. Also alle 3 Teile, zum ersten Mal auch der erste für die PS3. Ich find's okay, weil ich fand's voll scheiße, dass der erste Teil exklusiv für die Xbox war. Habe ich auch nur beim Kollegen gespielt. Ja.
Und der zweite kam dann auch für die PS3 raus. Der kam auch schon für die PS3 raus. Ja. Und der dritte dann auch. Ich dachte, verdammt. Muss ich leider sagen, ich habe den dritten nur mal kurz ein bisschen angespielt. Wo warst du? Am Anfang oder was? Ah, nee. Wo die Erde überfallen oder was? Nee, war schon ungefähr ein bisschen mittendrin. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, welche Stelle. Es ist schon ein bisschen her, aber es sah einfach Bombe aus. Wirklich, da kann man eigentlich so nichts Schlechtes zu sagen. Nee, muss man. Also, es bietet dir sogar drei Wege zum Spielen. RPG, Action oder Shooter sogar. Mhm. Was willst du mehr? Also Mass Effect, das Spiel des Jahres 2012, finde ich verdient. Auch. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ein Exklusivtitel, Journey. Für die PS3 endlich mal ein schöner Exklusivtitel. Oh, was heißt hier schön? Unbeschreiblich. Es ist einfach kunstvoll so unglaublich gestaltet. Das ist, wie Buddy von Game One mal gesagt hat, es ist wie eine Kugel Watte, Wollwatte, so eine weiße Watte, in der du dich einfach hinlegen willst und du fühlst dich wohl. So ist Journey. Du fängst das Spiel an und du willst gar nicht mehr aufhören. Du willst einfach wissen, was da in diesem Berg ist. Ja, du beginnst die Reise an einem Punkt. Mitten in der Wüste. Und du siehst einen Berg. Ja. Und zu diesem Berg willst du hin. Willst du einfach hin. Die einfachste Spiel überhaupt. Ohne Kommunikation, ohne alles. Musik ist trägt das ganze Spiel. Sehr schön, sehr emotional. Wahnsinn, was ein Spiel aus so wenig so viel ist. 2 Stunden noch, ne? Leute, 2 Stunden. Das ist, gibt's jetzt für, ich lass mich lügen, 12 Euro im Store. 14, 13, also 13 Euro immer noch, Vollpreisspiel. Aber man kann auch warten auf die Collector's Edition mit allen 3 Spielen von Deadgate Company. Mit Flowers und... Nee, mit Flower, Entschuldigung. Flower und Flow. Genau. 2 guten Spielen. Also ich persönlich habe Flower gespielt. Fand's obergeil. Ich meine, weiß nicht. Absolut. Also das ist echt eine Grafikbombe. Weiß ich nicht mehr. Wir haben es ja mal angespielt. Also es hat echt Fun gemacht. Aber man muss es nicht unbedingt haben. Aber optisch. Wenn man es haben kann, dann... Es ist wie ein Gemälde, das sich bewegt. Ja, unglaublich. Ne? Also, sag mal so, ich habe damals immer die Demo gespielt, wenn ich immer von Arbeit kam und ich war, ja, grau und ich brauchte ein bisschen Farbe, habe ich Flower gespielt. Zum Entspannen ist das. Ja, das steht auch da. Ne? Lehn dich zurück und entspann dich. Genau. Ja, und Journey... macht das einfach das Abenteuer-Feeling. Dieses Fesseln, was erwartet mich da? Du kannst es auch online spielen mit noch einem. Das ist einfach grandios. Also man kann es nicht beschreiben, man muss es selber spielen, weil da kommen Gefühle in dir hoch. Wahnsinn, so ein Spiel hat lange noch nicht gefesselt, also seit Ico oder sowas. Haben sie echt gut gemacht. Genial, also auch zu Recht, die haben auch, sind auch auf als bestes PS3-Spiel des Jahres. Ein kleines Spiel, was will man mehr? So, jetzt kommt ein Hate-Spiel, sagen wir mal so, Ninja Gaiden 3. Oh ja, Ninja Gaiden 3, ey, das macht nur von vornherein alles falsch. Erstmal, Ninja Ryo Hayabusa zeigt sein Gesicht. Ninjas zeigen ihr Gesicht. Richtig. So, Ryo Hayabusa hat, die Story wird auf einmal ein bisschen emotional. Und die Action ist so runtergeschraubt, ich dachte... Was ist das? Das ist kein Ninja Gaiden. Ich will sterben. Ich will diese scheiß fetten Gegner. Nein, 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 nein. Leute, Ninja Gaiden. Das ist ein Spiel, wo das Lösungsbuch nicht mehr hält. Das will ich haben. Knallhartes Spiel. Ja,
nein, 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 nein. Und dazu noch so gekürzt und die Steuerung, eine Katastrophe. Dann merkt sich, da sitzt nicht mehr der Haupttyp dran. Man merkt, das ist das neue Team dran. Alter Scheiße, Ninja Gaiden statt für komplett was anderes. Ninja Gaiden Sigma 2, das fetteste geile Action-Ninja-Spiel, was so fett abgeht. Da selbst das Fett in der Pfanne wird verdrückt. Aber bei Ninja Gaiden 3, da sagt einfach das Fett, ne, ich bleib fest. Da löse ich mich doch nicht auf. Ja, nee, das ist, wenn die auf einmal eine komplett andere Richtung einschlagen wollen. Das ist nicht komplett andere Richtung. Die machen einfach den Fehler, Ryo Hayabusa eine gewisse Menschlichkeit zu geben. Und dieses, ihn als Agent einzusetzen und dass der kooperativ ist. Was soll der Mist, Leute? Der Gegner ist natürlich ganz geil gemacht. Und dass er sein Schicksal hat, jeden, den er tötet, dieses Blutschwert, dass er verzehrt. Dass er stirbt, okay, nicht schlecht, das hat ein bisschen Dramaturgie, aber nein. Es hat sich so schlecht gespielt. Tut mir leid, also das Desaster für mich, also Ninja Gaiden steht was für anderes, aber nicht für so eine Luschen-Action für jedermann. Wollen wir gar nicht so lange drüber reden. Tut mir leid. Also eigentlich sind Ninjas bei mir immer willkommen, aber nicht Ryu Hayabusa mit Teil 3. Naja, kommen wir zu einem weiteren Exklusivtitel für die Xbox. Ja, also ein sehr guter Titel, Trials Revolution. Wieder ein Indie-Titel, muss man sagen. Absolutes Fun-Spiel. Ja. Mit 4 Leuten kann man sich da hinsetzen. Alter, dann geht die Luzi ab. Ein 2D-Motocross-Spiel, muss man so sagen. Richtig, von der Seite, trotzdem in 3D geformt. Es macht so viel Spaß, allein die Parcours perfekt zu timen und die Zeit zu fahren. Ey, die Physik allein sich super gut und Leute, also. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das preismäßig abgestimmt war. Ich glaube, das kostete auch so um die 13, 14 Euro. Vollpreisspiel, 4 Motorräder, Stecke viel zum Freispielen. Ja, okay, da kann man nicht meckern, also für so ein Fun-Spiel. Alter, und der Editor ist so groß, ey, da kannst du nicht machen. Ja, das ist echt wahr. Also da kann man gerne mal zugreifen, wenn man eine Xbox hat. Ein paar Leute zusammensuchen. Genau. Der Editor ist jedenfalls so umfangreich wie bei Little Big Planet. Oh, also da hast du auch nicht was zu tun. Genau. Also auf jeden Fall Trials Revolution für einen, der Bock wieder auf Motocross, Motocross-Rennspiel hat. Das Spiel nimmt sich doch total nicht ernst. Der eine Xbox hat. Holen, holen, holen. Gibt's mittlerweile auch für den PC. Oh, wow. Gold Edition. Ja, so, jetzt kommen wir mal zu einem PC-Titel. Der heiß erwartete dritte Teil der Blizzard Action-RPG Diablo Nummer 3. Ja, da was fällt einem dazu ein? Die Optik ist super, die Spielweise ist auch super, nur das Problem ist, es ist altbackend mittlerweile. Ja, okay, das muss man schon. Man hat das große neue Diablo erwartet, es ist nicht das Blizzard Top Hammer Game, was man erwartet wieder auch für 10 Jahre fesselt. Ja, muss man leider schon sagen. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, Diablo 3 absolutes Hammerspiel. Ja, natürlich. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist lange nicht so krass wie Teil 2. Da kann ich jetzt leider nicht so viel drüber hinweg sagen, weil ich habe beide Spiele nie gespielt, Videos angeguckt und sowas. Aber von 2 habe ich so nie was gehört. 3 haben sie jetzt mehr gepublished. Aber was ich zum Beispiel gehört habe, was ich zum Beispiel witzig finde, es gibt ja so Pony-Levels. Ja.
Und wenn, dass sie sowas in das Spiel einbauen, sowas, dass sich das so ein bisschen selbst verarscht. Ja. Das finde ich ganz witzig. Muss auch, weil... Also es nimmt sich nicht ernst. Ja, müssen die auch mit. Das müssen die machen. Das darf Blizzard. Die haben auch einen gewissen Erfolgsgrad mit World of Warcraft. Und wenn die das bei Diablo 3 nicht machen... Ne, also mein Kollege, der hat sich das gekauft, der hat auch gesagt, hat den ganz, ganz großen Burner erwartet. Er findet schade, dass er dafür 40 Euro bezahlt hat und... Leider nicht so gut gelaufen. Ja. Tja, Blizzard, ich weiß nicht, was ihr da falsch gemacht habt, aber naja. So, jetzt kommen wir zu einem Multititel, zu einem Helden, der wiedergekommen ist. Rockstar hat diesmal die Hand angenommen. Max Payne 3... Habe ich gehört. Ja, auch von Rockstar. Ne? Also, die haben den dritten Teil super gut gemacht, mit so einer interessanten Sicht-Effekt so. Max Payne ist immer noch der kaputte Typ. Man erfährt aber auch, wie er weiterlebt, wie es weitergeht. Einfach genial, Omato. Ich würde kurz sagen, du schneidest 1, 2 und 3 so ein bisschen an, damit man weiß, worum das geht. Weil ich muss ehrlich sagen, das wird da auch so ein bisschen angekratzt. Also ich will da nicht zu viel erzählen, weil man muss nur wissen, Max Payne ist ein in sich zerstörerischer Typ. Er ist einfach so der kaputte Typ, der einfach nicht gut ist, aber er hilft, er macht einfach sein Ding. Er kommt irgendwie durchs Leben. Moment, interessant. Die Gewalt ist ein bisschen krass dargestellt, aber naja, wenn man so damals bedenkt, dass es früher so ein bisschen comic-mäßig erzählt wurde, dann ist das natürlich ganz nice, dass es ein bisschen ein Re-Grafik ist und in so einer interessanten Sicht. Bullet, der Max Payne ist ja natürlich ein bisschen zu seinem Bullet-Time-Effekt. Ja. Ne? Also wenn der dabei ist, das ist immer noch cool, muss man sagen. Katze. Jo. So. Dann kommen wir natürlich zu einem Titel. Natürlich, den haben wir nicht angesprochen, aber in unserem E3-Podcast haben wir den angesprochen, aber nicht den Titel. Kingdom Hearts Dream Drop Distance 3D. Verdammte Scheiße. Zweiten Teils auf die richtige Weiterführung. Mhm. Eine Teilweiterführung war der Teil Recoded. Man konnte ihn spielen, viel Geschichtliches gab es nicht dazu. Das ist eigentlich so. Aber ja, Mickey darf auch mal Star sein. Ja, und war eigentlich ziemlich witzig zu spielen. Jetzt Kingdom Hearts 3D. Sora und Riku werden langsam auf die finale Schlacht vorbereitet. Alter, da denkst du, what the fuck? Mäßig. Man kann seine Umgebung mit einbeziehen in den Kampf. Das heißt zum Beispiel an Laternen rumsliden. Ja, Mann, das ist richtig. Von Wand zu Wand springen. Ich werde mir den Teil demnächst ausleihen und ich hoffe, er wird so episch, wie ich ihn mir vorstelle. Das Tolle ist ja, die Leute, die nicht die Möglichkeit hatten, die ganze Kingdom Hearts Teile zu spielen, die ganze Chronologie ist in den Schriften enthalten. Bei dem 3DS-Teil. Ja. Ne? Ich habe ja auch noch so ein paar Merkmale gemacht. Ja, da ist es. Dass das recht flüssig ist. Das beste Kampfsystem aller Handheld Kingdom Hearts. Glaube ich gerne. Extras gibt es nicht so viele. Und was vielleicht einen abschrecken könnte, diese ganzen deine Traumfresser. Ah, die Gegner so gesehen. Nein, deine Begleiter. In diesem Spiel hat man Begleiter. Ja, ja, das sind die Traumfresser. Die kannst du entwickeln. Ach so. Ja, und das ist Geschmackssache. Das könnte so manch einen vergraumeln, weil das ein etwas schon zu niedlich erscheint. Ja, okay, aber Disney, ja. Niedlich,
vielleicht ein bisschen zu extrem, aber eigentlich gehört es dazu. Ja, auf jeden Fall ist es, also für Soda ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schwerer Teil, weil der wird mit Sachen konfrontiert, die einfach nur eigentlich persönlich ein bisschen down machen. Der erfährt auch einiges. Wo wir auch gerade letztens die Timeline gesehen haben, ich kann es ruhig sagen, die werdet sowieso nicht wissen, wer das ist. Der in der blauen Kutte, der Xehanort, den jungen Xehanort angesprochen hat, das war der Xehanort aus der Zukunft. Oh. Das heißt, er wurde gewarnt. Auch nicht schlecht. Das heißt, den, den du da triffst, der so wie Xemnas aussieht, das ist eigentlich der junge Xehanort. Wow. Das heißt, der wusste schon, dass er ihn in den Traum trifft. Was für ein kranker Typ. Ne? Alter Schwede. Ja. Und er hat versucht halt, sein Plan war einfach, er wusste ja nicht, was in der Zukunft passiert, den neuen Xehanort. Aber sein Plan war es, Soda als als 13. Mitglied der Organisation 13 zu bekommen, weil er der ihn noch braucht. Um Kingdom Hearts zu erschaffen. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu viel das ist ein bisschen zu Ding, aber wie gesagt, Kingdom Hearts hat eine komplexe, verwobene Geschichte, die mittlerweile doch wieder Struktur bekommt, weil es zum Finale endlich kommt. Mittlerweile kommt bald der achte Teil. Der achte Teil. Also er wird Teil 3 genannt. Aber insgesamt gibt es schon... acht Spiele. Ich dachte so, der achte Teil, Kingdom Hearts 8. Fünf Teile fehlen mir. Fünf Teile habe ich schon gespielt, verzeiht. Kingdom Hearts 3D und Kingdom Hearts Birth by Sleep und natürlich noch der dritte. Die fehlen mir noch und dann habe ich endlich jedes einzelne verdammte Spiel durch. Weil es ist schade, dass es für jede einzelne Konsole ein Spiel rausgebracht wird. Also am meisten für den Nintendo DS. Ja, muss man sagen. Ne, aber was soll man sagen? Also jedenfalls, man hat nur Positives über diesen Teil gehört, dass der 3D-Effekt super ist in diesem Teil. Ja, ich freue mich schon richtig darauf, es zu spielen. Und dass es für den 3DS einfach ein großer Schwung wurde. Man spielt diesmal auch zwei Charaktere. Genau, Riku und Soda. Dass endlich mal so ein bisschen Abwechslung kommt. Vor allen Dingen, weiß nicht, ob das richtig aufgeteilt ist, aber du hast die Story ja nicht so ganz von Green Drop Distance gesehen, ne? Leider nein. Alter Schwede, du wirst sowas von What the fuck Momente haben. Du wirst dich in deinen Kopfkissen wälzen und sagen, nein. Wie krasse Scheiße ist das? Alter. Da freue ich mich schon. Du wirst nur noch. Oh. Nee, auf jeden Fall, für Kingdom Hearts Fans ist es einfach der Shit. Absolutes Muss. Wenn man 3DS hat. Ja, für andere ist es einfach ein nettes Japano-Action-RPG, was richtig gut abgeht. So, dann kam Sommerloch, dann kam lange nichts und dann kam THQ mit ihren großen Marke, die sie versuchen zu etablieren, Darksiders 2. Gib mal richtig Gas. Ich muss leider sagen, den ersten Teil finde ich besser. Natürlich. Findet jeder besser. Ich muss jetzt natürlich sagen, ich finde das gut. Statuswerte aufbessern, Schaden und Pushen, Leben, kritische Treffer. Das haben sie in dem Spiel richtig gut eingebracht. Nur erschlägt den ersten Teil einfach nicht. Man spielt natürlich den Tod, Waffe, Doppelsense. Das ist das Problem, was die alle irgendwie sagen. Der Tod ist nicht so todmäßig drauf, sondern er ist wie ein Knecht. Ich meine, Quest an. Die sagen, ja, hier
der okay. Tod. Der Tod hilft. Habt ihr mal Ghost Rider vielleicht gesehen, dass der hilft? Hä? Also. Wie? Ghost Rider macht. Tut. Ja. Der Tod aus Darksiders 2. Also. Man muss hierzu sagen, es gibt dazu auch ein Buch, was die hier Bindung zwischen Tod und Krieg erklärt. Das erklärt immer noch nicht, warum er immer noch jede Quest nimmt. Ja, ne. Er will unbedingt seinen Bruder retten. Und dafür macht er alles. Ein Tod. Und dafür müsste man dieses Buch gelesen haben. Okay. Aber versteht man das doch dann vielleicht oder immer noch nicht? Das kann ich nicht sagen. Das Buch habe ich leider noch nicht gelesen. Das wollte ich mir eigentlich immer noch mal kaufen. Meinst du, es wird ja jeden logischen Aspekt so erklären, warum Tod sowas im Spiel macht und nicht anders? Nee, also es wird viel nachher die Quest, die er dann annimmt, das erzählt immer viel über die Geschichte des Landes, was da passiert ist, aber... Ja toll, das hätte ich auch in Schifflon gehabt. Klar. Das ist doch nur eine Nebenbeisache, mir geht eigentlich nur um das Geschehen, wie befreie ich Creek. Weil der Creek ist da unten, wird voll verschärft, also das Ende kenne ich noch nicht, aber er wird auf jeden Fall verhört. Und Krieg muss was machen. Und ich dachte, jo, gut, ne? Ja, Tod hat ja so gesehen... Der kennt keinen Skrupel, der geht da durch. Zu Anfang im Tutorial hat er gegen den Krähenvater gekämpft. Und ihm wurden einen Großteil seiner Mächte entzogen, kann man so gesehen sagen. Und er ist auch momentan nicht im Auftrag der Reiter. Das heißt, er ist so gesehen ein ganz normaler Nephilim mit zwei Sensen. Das heißt, viel kann er so nicht machen. Das heißt, er ist auf die Hilfe der anderen angewiesen. Natürlich erklärt das nicht das Tod. Ja, ich mache hier und das. Er hätte sich da mehr immer wehren müssen. Das haben sie schon scheiße gemacht, weshalb man sagen muss, dass das ein bisschen in Müll geraten ist. Jo. Also, was ich sehr toll fand, dieses Open World schon ein bisschen mehr, das ganze Skillsystem und das ganze das Blut und Level. Das Skillsystem war voll für den Müll. Es gab vier Sachen, die du skillen konntest, gesagt, damit das... Wie gesagt, ich fand's okay. Ich habe ja nicht gesagt, saugeil. Also es gab einmal Nahkampf- und einmal Fernkampf-Skillsystem. Du hast nur das Nahkampfsystem genommen. Es war einfach so, weil der Rest war nur Müll. Was anderes ging gar nicht. Denn das Kampfsystem, es war in Ordnung. Natürlich als Zweitwaffe, da ich eine natürlich Normalwaffe, Doppelsense. Warum Doppelsense? Keine Ahnung. Ich kenne den Tod eigentlich nur mit einer großen Sense. Ja, aber das hat er in seiner Teufelsform. Genau. Denn Zweitwaffe, entweder Armklingen, Faustschild, das sind jeweils schnelle Waffen, mit denen greift er noch schneller an als mit den Sensen. Und natürlich ein Hammer. Ja, Hammer oder riesige Axt, aber die Moves sind nachher die gleichen. Kampfsystem ziemlich einfach gestrickt. Die meisten Endgegner teilweise echt eine Herausforderung. Aber im Gegensatz der letzte Bosskampf, das ist ein absoluter Witz. Da im ersten Teil rockt das eindeutig mehr. Aufbesserungsmöglichkeiten findest du da fast unendlich viele. Da gibt das Möglichkeiten bis zum Abwinken. Was fällt mir jetzt noch so zu dem Spiel ein? Die Umgebungsmöglichkeiten, wo du überall hin kannst, was du machen kannst, das ist wirklich unglaublich. Ja, das... Im Gegensatz zum ersten... Ja, das hat nur eine genaue Richtung. Ich finde es okay, weil sonst würde man sich zu sehr in der Welt verlieren. Mhm. Ich fand, bei 2 fand ich das ein bisschen zu gut gemeint. Ja, da haben sie da ein bisschen übertrieben. Nachher auch mit den DLCs, aber darauf komme ich gleich ein bisschen später nochmal zurück. Ja... Und also THQ ist auch durch dieses Spiel in Insolvenz gegangen. Ja, weil es hat geschichtlich zwar weitergeführt, das Ende ist auch, da hast du dir gedacht, wow, passt dir das gerade wirklich? Aber so hat, man konnte es gut spielen, aber wirklich gerettet hat das nichts. Also man will nicht sagen, dass es ein sehr, sehr schlechtes Spiel ist, aber gut ist es auch nicht. Nee, also wenn man es einmal gespielt hat, ich habe New Game Plus gemacht, aber das hat sich nicht gelohnt.
Du kannst natürlich zwischendurch immer, nennen wir es legendäre Waffen, wenn du Bosse besiegt hast, dann kriegst du da so eine bestimmte Waffe von denen. Mhm. Die Waffen kannst du in die Tonne kloppen. Wirklich, die kannst du, wenn du Level 5 bist, kannst du die verwenden. Danach nicht mehr, weil die einfach nur schlecht sind. Was haben die sich dabei gedacht? Ja, das haben sie ein bisschen... Also die machen mega fett Werbung und Propaganda und Trailer dafür. Genauso hier die DLC-Waffen. Da stand dick und fett. Die Waffen sind für Leute, die Level 5 sind. Das Maximallevel ist dann mittlerweile 30, glaube ich. Warum kannst du dir sowas runterladen? Das ist ohne Sinn und Verstand. Ja! Also die DLC-Politik, THQ, habt ihr sowieso nicht drauf gehabt. Ha! Dann kamen noch die ganzen Dungeons dazu. Oh mein Gott. Da haben die, fand ich wirklich, absolute Scheiße. Du musstest... Maurice, beruhig dich. Du musstest zwischen den einzelnen DLCs... Hör jetzt auf, ich merke, dass es... Nee, also es, ja? So schlimm ist es nicht. Also du musstest zwischen den einzelnen Kapiteln hin und her wechseln. Okay. Nehmen wir zum Beispiel Agules Grab. Du hattest deine normale Story, du musstest ins Startmenü gehen und von da aus anwählen, dass du Agules Grab spielen willst. Oh mein Gott. Fand ich absolut scheiße. Das hätten sie besser reintegrieren müssen. Dann gab es auch noch dazu zwei weitere. Frag mich jetzt nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall, es hat. Also das eine hat gut erklärt, wie es gerade auf der Erde läuft. Da waren noch ein paar überlebende Menschen. Nur das Ende ist auch irgendwie. Das zeigt wirklich den Tod. Das ist richtig. Das zeigt, das ist der Tod. Die anderen beiden erklären so ein bisschen die Welt, wie das da drum aussieht. Und das erklärt so ein bisschen die Geschichten der einzelnen Welten. Eigentlich ziemlich interessant, aber muss man nicht haben. Also man kann die DLCs, wenn man das im Vorbestellungspaket hatte... Herzlichen Glückwunsch. Aber die Vorbestellungsedition, die hast du noch 3 Monate später im Laden gefunden. Boah, ist schlimm, ne? Das war echt ein bisschen traurig. Ja. Also wollen wir da sagen, Darksiders ist eher ein Flop. Naja, so, es war normal. Boah. Halbwegs gute Fortsetzung. Also ich habe von Leuten gehört, die den ersten gespielt haben, den fanden die so scheiße. Mit Ausrufezeichen, 5-mal dahinter. Was ich absolute Schande bei dem Spiel fand, also das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber in Darksiders 1 hat man, gibt es eine Möglichkeit, die Sense vom Tod zu bekommen als Zweitwaffe. Richtig. In Darksiders 2 hast du nicht mal ansatzweise die Möglichkeit, an Kriegs-Chaos-Fresser ranzukommen. Das wäre absolut geil gewesen. Das wäre ja mega. Aber... Leider nein, nicht mal als DLC, das hätte ich mir sogar runtergeladen. Das wäre echt Hammer gewesen, aber... Aber, was soll man dazu sagen? Meckern auf hohem Niveau. Kam übrigens auch für die Wii U raus. Ja, wie das gelaufen ist, ich stell's mir nicht so dolle vor. Sagen wir nachher, wenn wir bei der Nintendo Wii U noch... Aber wir merken schon mal an. Wollen wir jetzt mal auf ein etwas älteres Spiel zurückgreifen? Auf ein älteres Spiel, was Jubiläum feiert. Auf jeden Fall, ich glaube, das hat jeder von euch gezockt, der auf LAN-Partys war damals und wo die LAN-Party geboren wurde. 15 Jahre letztes Jahr hat ein berühmter Shooter angefangen, einfach sich so zu etablieren. Es ist Counter-Strike und dann halt Global Offensive. Jeder mal bestimmt gespielt. Hört man auch von den Killerspielen. Ja, man spielt das einfach selbst 1.6, man spielt es heute noch. Richtig. Also damals, ich muss sagen, wo ich mit der LAN angefangen habe, anscheinend musste in der Zeit die ganze Welt sollte Counter-Strike spielen. Und das war auch unglaublich. So. Jeder Typ, den ich kannte, jeder, auch wirklich jeder hat Counter-Strike gespielt. Sogar ich, der nie Shooter gespielt hat. Jeder hat Counter-Strike gespielt. Man hat das. Es war einfach. Was war da los?
als hätte jeder irgendwie ein Ticket bekommen, wenn du das nicht spielst, stirbst du. So war das für mich. Alle Leute spielten Counter-Strike Dirt. Das war eine Weltsensation. Was war da los? Diese Faszination, die gibt es ja heute nicht mehr. Kann ich ja nicht ganz verstehen. Heute spielen es ja überwiegend nur noch olde Säcke oder Leute, die einfach das Spiel neu gefunden haben. Oder Turnierleute noch. Aber damals, das war eine Faszination, Alter. Boah, was ist los? Das war einfach, man war auf einer LAN, auf einmal hatte man das auf dem PC und man hat es gespielt. Man hat es gespielt, ey. Mein Gott, habe ich Stunden verbracht und versäumt und vergeudet. Und ja, vergeudet jetzt nicht unbedingt, aber... Naja, aber so verzockt. Aber ja. Mega. Alter, nee, ich habe mit Counter-Strike so viel Clan-Fights und also 6 Jahre LAN-Partys und dann war Schluss. Hab noch Source miterlebt und Global Offensive. Ey, da hätte ich wieder Bock gehabt. Ganz ehrlich. Aber? Nicht die Zeit mehr dafür. Genauso wie das nächste Spiel, Guild Wars 2. Ein Rollenspiel, ein MMO-Rollenspiel, für das ich mit meinem Namen auch wieder stehe, weil ich find's einfach geil, wie NCSoft einfach... Wir haben sehr lange gebraucht, um den 2er übrigens rauszuholen, aber die Grafik ist schick, die ist irgendwo so die, wie wir schon mal angesprochen haben, die der schmale Grat zwischen westlich und japanische Style, ja. Farbenfroher, die Welt hat sich verändert von damals, also sehr gute, wenn die Welt Event wird, so ein kleiner Schmunzeln für die Erstspieler. Die Rollen sind auch ganz gut, die Effekte sind ganz geil, also Dynamic Quests, umfangreiche Welt. Ja, ich weiß gar nicht, was da sind noch so erwähnt, kostenlos. Ist es kostenlos? Ja. Keine Gebühren, gebührenfrei. Wirklich geil, also man könnte, wenn es weiter ausgeht, wenn man dafür jetzt Geld verlangen würde, könnte man das... Dafür würden die Leute sowas von bezahlen, weil es ist ein Spiel... Man könnte es auf WoW-Niveau ausbauen. Ja. Weil das Spiel... Auf jeden Fall, obwohl es nicht die Klasse von einem WoW braucht, weil es so eigenständig gut ist. Ja, also... Das ist einfach cool. Und es braucht sich nicht zu verstecken vor WoW oder sonst was. Es ist einfach für die Leute da, die spielen wollen, fertig. Die einfach Bock haben. Ja. Nur so zwischendurch. Du hast das Bock und spielst es zwischendurch und bist gepesselt, verdammter Scheiß. Ja. Du hast sogar mal Quest, da musst du mal eine, wie heißt das? Keine Ahnung. Wenn du eine Kutsche... von A nach B kutschieren, du beschützen musst. Da gibt es ein bestimmtes Wort. Wir kommen jetzt nicht drauf, meine Damen und Herren, aber was soll man da machen? Auf jeden Fall muss man machen. Ja, zum Beispiel, stark. Weil die Vorräte da drin sind wichtig. Kannst du einfach deinen Teil nehmen. Schick. Und dann kriegst du Geld, weil du dabei bist einfach. Dynamic Quest und so. Ne. Eskorte. Genau. Eine Eskorte-Mission machen. Ganz normale Dinge oder einfach mal das Rohr beschützen oder so, weil du einfach mal da bist. Dann kriegst du halt jeder kriegt dieselben Lohn und so. Super geil. Und jede Waffe haben sie diesmal besser gemacht. Jede Waffe hat ein eigenes Skill-Balken. Oh. Mhm. Das hört sich sehr umfangreich an. Sehr geil gemacht. Und natürlich bietet dann Guild Wars wieder natürlich sau viel an Waffen. Das heißt, du lernst keine Skills mehr. Du hast
deine Waffe ist dein Skill-Balken. War so. Und dann hast du natürlich deine eigenen Status-Skills natürlich. Hört sich nach einem geilen System an. Ja, haben die sehr gut weitergebracht, frisch gehalten. Und ich sag mal so, Guild Wars 2, eindeutig immer noch für mich einer der Highlights 2012. Da habe ich so gedacht, Counter-Strike und Guild Wars 2, das sind mich doch stark an meine LAN-Zeit. Das sind genau die Spiele, die ich vor 7 Jahren auf dem PC krankhaft gezockt habe. Wenn jetzt so ein Warcraft 4 kommt, dann raste ich aus. Dann glaube ich, heißt das, ich soll wieder auf dem PC spielen. Ich warte immer noch auf Warcraft 4. Oh, das wäre Hammer. Oh, das fuck die Pun. Ne? Auf jeden Fall, Guild Wars 2, sehr gutes Spiel für den PC, also ein gutes MMO. Ja, ich kann das nicht genug loben. Ja, also da, was fällt einem da Schlechtes ein? Naja, es gibt da manche Leute, also es gibt da manche Instanzen, die sind einfach mal manchmal sowas von unfair. Also man muss schon ein Pro sein, wenn man da klarkommen will, weil für Neulinge ist das nicht gerade so geeignet. Da musst du schon Leute finden, die in der Gilde sind und so. Ja, okay, das ist natürlich, aber das ist in vielen Spielen so. Ja, natürlich. Also, ne, Teamwork ist sowieso dabei. So, jetzt kommen wir zu einem, wieder einem Shooter für alle Konsolen, natürlich, alle, und PC. Borderlands 2. Absolutes Hammerspiel. Absolutes Hammerspiel. Der erste war ein bisschen, war doch schon cool. Das war das Bahnhof-Bahnhof-Bahnhof-Spiel. So viele Waffen und natürlich kamst du irgendwann doch nochmal klar. Die Grafik hat sich auf jeden Fall verbessert. Die sah echt stylisch aus. Vom ersten auf jeden Fall. Neue Modifikationen gab es auch für Waffen. Es war eine neue Story, einfach coole Charaktere. Die hast du einfach gesagt, Alter, wie cool. Handsome Jack, der einer mit der coolsten Bösenwichte, die du einfach nur böse finden kannst. Ja, das Coole ist jetzt mittlerweile, wenn du einfach spielst und da fällt eine Sache für dich, aber das kann ja einer wegschnappen, könnt ihr da drum knobeln. Cool. Das ist jetzt mal was anderes. Der kann nicht einfach weggehen, da sagst du, nee, knobeln mal. Ja, okay, das gibt's aber auch zum Beispiel bei World of Warcraft. Die Würfelfunktion. Ja, aber hey, bei Borderlands war das damals nicht. Bei Borderlands 1 nimmst du weg, ja scheiße, hast du keine Freunde. Levelst du nicht einmal, hast du nichts. Und da kannst du knobeln. Auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall. Borderlands 2 habe ich sehr viel Gutes gehört. Wer Borderlands 1 mochte, der will Borderlands 2 lieben. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch zusätzliche Kapitel, wo fast ein eigenes Spiel rausgekommen ist, aber da kann ich nicht viel sagen, weil ich habe den Titel nicht exzessiv gespielt, aber so was ich gesehen habe, es rockt. Online-Modus natürlich nicht zu vergessen. Ja, den Online, hast du was vom Online-Modus gesehen? Nee, also ein Kollege von mir, Autofahren. Buggies sind immer dabei. Genau. Ja. Er hat sich reingesetzt, ist losgefahren und er sagte, das ist nur geile Sache. Leute sind abgeschossen, auf einmal standen da welche, haben mit Stein nach ihm geworfen. Das war jetzt noch im Offline-Modus. Ah, er sagte, das rockt nur. Ja, also Borderlands 2 zeigt, was wie Borderlands einfach weiter geil sein kann. Auf jeden Fall einer auch der guten Anwärter 2012. War nicht mal schlecht. Ja, und ja. Ja, und jetzt kommen wir zum meinem absoluten Hater-Titel 2012. One Piece Pirate Warrior! Absolut in die Tonne treten. Warum das denn? Das ist doch eigentlich von der Dynasty Warriors machen und ich meine, für einen One Piece Fan müsste das ja eigentlich voll der Burner sein. Also das Kampfsystem, man spielt natürlich hauptsächlich mit dem Hauptprotagonisten,
Protagonisten Ruffy kämpfen. Es macht eigentlich extrem viel Spaß, das Kämpfen. Da muss man sagen, hat das Spiel absolut Plus. Nur geschichtlich gesehen. Die erzählen ja, wie sich teilweise einige Teammitglieder treffen. Teilweise fehlt was, zum Beispiel Lissop. Sein Kapitel wird gar nicht erwähnt. Und teilweise ist das so verändert, schlecht gezeigt, dass das möchte man sich einfach gar nicht angucken. Dass er so wie nach einfach nur traurig, wenn du das siehst. Wie das auch erzählt wird, es ist nicht dieses flüssige miteinander sprechen, es ist so bildermäßig und dann wird das von nach und nach erzählt. Hast deinen Küken, der steht da, daneben eine Sprechblase. Und das will ich nicht. Wenn die sowas machen, und die hätten daraus ein richtig geiles Spiel machen können, hätten die das anders machen wollen. Weil es war auch nicht so gerade Strecke oder so. Also du läufst da lang, du musst das und das machen. Teilweise zwar auch, aber hauptsächlich war das, du hattest da verschiedene Gebiete, da waren immer Gegner und die musstest du besiegen, damit du das Areal für dich, also damit du das Areal einnimmst. Nee, hat nachher absolut, ich habe das einmal durchgespielt, damit ich es durch habe, aber danach hat das nicht mehr geschockt. Wahnsinn, und die machen trotzdem einen zweiten Teil? Also mich hat es jetzt natürlich nicht so angesprochen, höchstwahrscheinlich gab natürlich auch ein Online-System. War auch ganz witzig, aber ja, habe ich mich nie lange mit beschäftigt. Gab natürlich auch viele DLCs. Eins habe ich mir runtergeladen. Das Samurai-Kostüm für Ruffy. War witzig. Natürlich gibt es zu jeder Klamotte noch ein Zusatzkapitel. Habe ich gespielt. Ja, das war für Leute ab Level 6. Da Level 6 bist du nach den ersten 3 Leveln. Und das ist irgendwie nicht so atemberaubend. Denn waren da noch andere DLCs? Beziehungsweise hier Modes, die schon vorher verfügbar waren. Und da hast du einfach nur auf die Fresse gekriegt. Wirklich, das war schon irgendwie nicht mehr witzig. Und da, so, das hat mir nachher den letzten Spaß geraubt. Ich habe es letztens nochmal kurz angemacht, aber es hat keine halbe Stunde gedauert, dann war das wieder aus. Das spricht ja nicht so ganz für sich, für die ganzen One Piece-Fangemeinde da, weil... Also, wenn man so ein richtiger, absoluter Fan ist, kann man sich das holen. Aber ich bin One Piece-Fan, muss ich sagen, obwohl die letzten Kapitel, die jetzt gerade rausgekommen sind, auch mich nicht so ansprechen. Aber ich würde mir das echt nicht holen. Alter Schwede, das ist doch krank, was ich hier höre. Ich meine... Das muss ja irgendwie... Aber wie gesagt, das Kampfsystem, das ist over the top, das ist echt gut. Nur geschichtlich gesehen finde ich das absolut scheiße. Okay. Ja, jetzt kommt Pirate Warriors 2. Was meinst du? Ich hoffe... Was hältst du davon? Ich schätze mal, dass sie es geschichtlich auch so, also so aufbauen, wie sie das erzählen werden. Das heißt, sie werden alle zusammen sitzen und dann wird immer so der Text abgelesen. Ich hoffe, dass sie es nicht so machen. Dafür bete ich echt. Ich werde mir zuerst Tests durchlesen, bevor ich mir das kaufe. Das jetzige hatte ich mir vorbestellt. Hätte ich nicht machen sollen. Das war echt ein Griff ins Klo. Au. Ja, also ich kann nur optisch sagen, es war, ja... Sah gut aus, das muss man dazu sagen. Die Jump-and-Run-Einlagen, die waren auch nicht schlecht. Teilweise ganz... Okay, geht so. Aber so war das eigentlich ganz in Ordnung, bis auf diesen Story-Ablauf. Konntest du echt knicken. Okay. Da hätten die noch was anderes einbauen müssen und auch nicht mit dieses Gebiete erobern. Finde ich. Ja, ich habe ja gesagt, da sind ja die Dynasty Warriors-Typen dran und da ist immer sowas dabei, ne? Ja, das hat zum One Piece-Feeling nicht gepasst. So als richtigen Fan stört dich das. Okay. Finde ich zumindest. Also meine persönliche Meinung. Tja, das ist schon mal einer der nächsten Flusstitel gewesen. So, jetzt hat die Wii nochmal ganz zwei geile Spiele bekommen. Die kamen ziemlich hintereinander. Einmal Hironobu Sakaguchi, der Gründer von Final Fantasy Marke,
hat sich zu Nintendo wieder hingesetzt und hat gesagt, ey Leute, ich mache euch nochmal ein Spiel mit Nobuo Uematsu, der Master of Mucke für Final Fantasy damals. Und sie haben halt The Last Story gemacht für die Wii. Ganz ehrlich, ich habe von The Last Story gehört, aber das ist mir nie wirklich vor die Augen gelaufen. Genau, das ist auch wieder so ein Spiel, was leider so, ja, es gab Werbung dafür, aber das Ding ist, es erzählt eine coole Story, so wieder eine Liebesgeschichte. Und das ist eine Story, die Hiromu Sakaguchi immer erzählen wollte, aber nie konnte. Wieso nicht? Alles andere war wichtiger. Oh, okay. Das ist so ein Baby, was er nie zeigen konnte und jetzt kann er. Ja, und das Kampfsystem ähnelt so ein bisschen den vom... Also du siehst viele Striche, viele Punkte, viele Zahlen. Okay. Und das Geile ist, die sprechen sich auch so an, so die stehen ja so. Und dann kommt eine Spaßsequenz, der guckt dahin und die sprechen sich eigentlich nicht an. Ja. Ja, ne, kann man noch verzeihen, aber das Kampfsystem ist so halb Action, halb Runde. Okay. So richtig Dynamic Fight System. So richtig viel weiß ich auch über das Spiel nicht Bescheid, aber es sieht jedenfalls nach einem sehr guten RPG aus mit tollen Charakteren, alle unterschiedlich. Okay. Und eine Love Story und... Naja, typisch japanisch, wer so mag halt, ne? Dann kommen wir auf das nächste japanische Action-Adventure, was sich so an Castlevania und Shadow of the Colossus ein bisschen anlehnt. Pandora's Tower, da geht's natürlich um eine Prinzessin, die auf einmal einen Fluch aufgelegt wird, die wird hässlich. Okay. Während einer Zeremonie und der Typ, der sie retten will, der weiß Bescheid, okay, wir müssen zurück. Wir müssen in die Mitte der Erde, die alles hält. Und da sind sind so Kolosse, so eine Art Kolosse, die das bestie Herz haben, die den Fluch unterdrücken können. Also damit sie sich nicht komplett in eine Bestie verwandelt. Ja. So, das ist dann zwischen noch so eine komische Hexe. Habt ihr so ein Stationshaus und du bist natürlich der Held mit einer Kette. Und ja. Das heißt, da entwickelt sich eine kleine Liebesstory auch zwischen denen, so Annäherungsvorbildung, ganz cool. Mhm. Und du kannst komplett auch mit dem Classic Controller spielen, aber es ist empfohlen, mit der Wii-Steuerung zu spielen, weil die einfach ganz gut gemacht ist. Umgebungsrätsel sind dabei, Kämpfe sind alle okay. Kameraperspektive könnte ein bisschen nerven. Aber an sich ein sehr gutes Spiel. Wovon man aber leider nichts gehört hat. Wieder nichts gehört hat. Es gab dazu auch eine Special Edition, genauso wie The Last Story. In einer schönen Box. Und ja, ich muss sagen, diese zwei Wii-Titel haben mich noch mehr gebracht, eine Wii zu holen. Die werde ich auch mir holen, wenn ich eine Wii mir anschaffe. Weil das sind einfach Spiele. Ich stehe auf so ein Japanokram, ich stehe einfach auf diese Mentalität und ich finde einfach, es hat was sehr Eigenes. Natürlich, du musst wieder zurücklaufen, damit sie nicht sich verwandelt. Mhm. Hast natürlich ein bisschen Zeitdruck irgendwo, aber wenn du natürlich das gut timest und das gut drauf hast, sollte das ganz gut klappen. Sollte ganz gut klappen. Die Umgebungsrätsel sind auch ganz okay. Und ich muss sagen, auf jeden Fall, wenn ihr Wii hat und so auf Japanokram steht, auf jeden Fall holen. Für Final Fantasy Fans natürlich ist Last Story natürlich wer ein bisschen Nostalgie ein bisschen haben will. Ich weiß nicht, ob man die Handschrift davon erkennt, aber ich denke mal, wenn Hiromu Sakaguchi himself das Spiel gemacht hat, ist das ein kleines Muss. Ein kleines Muss. Mit Nobuo Uematsu-Mucke, was soll man da machen?
Ja, von dem nächsten Spiel hat man auch viel erwartet. Viel, naja, weiß nicht, viel erwartet. Gespannt, was das aus wird. Ja. Resident Evil 6. Also ich habe darüber abgelästert, mega. So ab der Mitte war es nur noch scheiße. Halt, also der fünfte Teil wurde stark actionlastig ausgelegt. Ach, Ballersequenzen. Action war ja nichts. Ja, also sie wollten es dahin auslegen. Sie wollten. Und im sechsten Teil haben sie es jetzt richtig gemacht. Sie haben es richtig gemacht, sie haben sich auf Action konzentriert. Sie haben das auf drei Charaktere verteilt. Und die läuft irgendwann parallel, treffen sie alle auf einen Punkt. Ja, das hat man gesehen. Ja, und ich finde das sehr toll, wie die Story jedenfalls verwoben wird, noch relativ logisch noch erzählt wird. Ich glaube, drei Spielpaare gibt es, jeweils immer zwei Charaktere. Naja, ich glaube, bei Chris ist es nicht mehr, der wird irgendwann solo. Okay. Weil er hat ein Team. Leon ist auch wieder dabei mit seiner Partnerin und dann halt der Sohn von Wesker, der mit Cheryl unterwegs ist. Genau. Auf jeden Fall, die Story wird sehr gut erzählt, finde ich, von meiner Sicht aus, also sehr unterhaltsam. Von der Spielweise her, ja, es ist halt nicht das Resident Evil. Ey, ich sag mal so, es ist spielenswert irgendwo schon, aber zu Hause im Regal stehen zu haben, sage ich, ausleihen, spielen, ist okay. Sehr austauschbar irgendwo schon gewesen, aber was soll man sagen, was sagst du dazu? Also man hat nur Negatives gehört, aber was hast du so dahin gesehen und was sagst du zu von deiner Meinung aus? Also Resi 6 habe ich bei hier Game One gesehen, haben sie gezeigt, grafisch sah es in Ordnung aus und konnte man jetzt nicht meckern groß. Dass diese Charaktere nachher jeweils, drei kannst du ja so gesehen spielen und jeder hat auf einen Partner, dass sie nachher alle aufeinandertreffen, jeder hat natürlich sein eigenes Ende, finde ich echt gut. Finde ich echt gut gemacht. Und ja, so hat das eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. War jetzt nicht sehr schlecht, aber auch nicht sehr gut. Richtig, also so doll wie es abgehatet wurde. Resident Evil kenne ich eigentlich so als auch so ein bisschen Grusel-Shooter, Munitionsknappheit, du musst aufpassen, was du machst. Ja, es gibt ja seit gewissen Teilen nicht mehr, aber ey, sie versuchen es in eine andere Richtung zu lenken und die Leute wollen halt Action. Tja. Hat sich aber auch irgendwie nicht so ganz schlecht verkauft. Nö, nee, also das war eigentlich ziemlich gut. Wurde auch viel Werbung gemacht, aber für mein Kollege hat gesagt, ne, Resident Evil ist für mich vorbei. Das ist schon sehr konservativ, also wenn ich irgendwann zu einem Spiel sage, ey, Final Fantasy ist für mich vorbei, dann stimmt etwas nicht. Dann muss wirklich ordentlich was passiert ja, sein. Dann muss irgendwie was draußen abgepasst oder irgendwas. Auf jeden Fall, ja, kommen wir zum nächsten Spiel, was eigentlich auch nicht so ganz gefestigt ist, aber doch irgendwie mittlerweile doch kein gutes Spiel erkannt wurde. Dishonored. Sollte Assassin's Creed vom Thron stoßen? Ja, sollte das neue Assassin's Creed werden.
irgendwie ist das aber nicht so ganz gut gelaufen und ist dran vorbeigerannt. Nicht so, es ist eigentlich gar nicht gelaufen, weil der Charakter ist gar nichts, der ist blass, der sagt gar nichts. Ja, das ist irgendwie... Praktisch gesehen haben sie versucht, einen Charakter zu etablieren, der nachher gar nicht mehr erwähnt wird. Du spielst ja sowieso aus der Ego-Perspektive. Die Möglichkeiten habe ich ja nochmal hier aufgeschrieben. Also es ist eigentlich ein Ego-Action-RPG. Du kannst halt deine die Location ist übrigens nochmal geil. Okay. Steampunk. Du kannst deine Wege, du kannst leise kämpfen, du kannst laut kämpfen oder du kannst gar nicht kämpfen. Oh. Ja, das bietet dir dieses Spiel. Die Fähigkeiten sind sehr cool gemacht, aber ein bisschen zu viel, ist auch ein bisschen zu überladen, das ganze Menü. Man musste auch sich ein bisschen reinhängen, wie die funktionieren. Ja. Und so weiter und so fort, damit du weißt, okay, jetzt kann ich mal laut, jetzt kann ich mal leise und so überhaupt fort. Ja, wie gesagt, der Charakter ist blass. Das Coole ist, dass es sehr offen ist, eine sehr offene Welt. Und da gibt es sehr viele dynamische Quests. Auch abseits der Story. Das hört sich schon mal gut an. Ja. Also so hört es sich ja nicht schlecht an. So hört es sich nicht schlecht an, aber es ist nicht das Bomben-Bomben-Game, was es eigentlich sein wollte. Was sehr, sehr viele gehypt und erwartet haben. Und dann ist sozusagen weiterhin der hohe Anwärter doch dann vielleicht Assassin's Creed 3. Ne? Aber da kommt noch einiges. Ich sag mal zuerst, bevor ich über Assassin's Creed so richtig streiche, gehen wir mal erstmal zu einem Oldie, der nochmal neu gemacht wurde. XCOM, Enemy Unknown. Absolutes Alien-Spiel halt, ne? Ja, das ist einfach ein Strategiespiel. Ich dachte, sieht so... Es sieht nicht dolle aus. Nee, naja, ne? Es ist so halt, aber es macht doch eine Menge Spaß. Gameplay-Video angesehen. Du hast so gesehen, du bist eine Gruppe von Soldaten. Kannst du alle benennen, ne? Kannst natürlich, genau. Ja. Und dann gibt's Aliens, die wollen die Erde erobern. Ja. Und du musst die einfach nur aufhalten. Jede Runde kannst du bestimmte Auktionen ausführen und die Aliens abschießen. Mhm. Hast du sie abgeschossen? Lassen sie manchmal Sachen fallen, mit denen du eine neue Ausrüstung machen kannst. Eigentlich ein ziemlich geiles System. Gibt's auch für PS3 sowie als auch Xbox. Mhm. Und PC. Und natürlich auch PC. Was der ganze Spaß jetzt kostet, weiß ich nicht. So 30, 40 also, Euro. Ich habe mal mittlerweile im TS Store gesehen. Also du kannst das volle Spiel für 20 Euro runterladen. Achso, dann ist das ja schon ziemlich billiger geworden. Ja, klar. Und wenn du PS Plus Abonnement bist, kannst du das Spiel komplett kostenlos runterladen. Ja, das ist wieder dieser Plus-Vorteil. Hey. Ich sag's dir nur. Aber auf jeden Fall für 20 Euro, ey Leute, da kann man nichts falsch machen. Nee, da kann sehr man viele haben gesagt, es macht mega Fun. Es ist für manche eher das Spiel des Jahres als Mass Effect 3. Kann ich verstehen, der Spaß ist toll. Es ist ein... Strategie-App, es ist so ein Strategie-Spiel. Wo man? Mit Action-Einlage. Und das ist ganz cool. Hat einen ganz coolen Story-Verlauf. Macht jo, Spaß. Ein kleines Spiel, was sehr groß wurde, auch, würde ich mal sagen. Ich glaube, das wird so schnell auch langweilig. Nö. Es gibt bestimmt zig Millionen Alien-Rassen. Gibt bestimmt, ich glaube mal Alien-Rassen nicht, aber. Ich denke mal so die Recruit-Level und so, also da gibt es vor allen Dingen Twists und Wendemöglichkeiten, habe ich auch gehört von Kollegen. Okay. Naja. Ja, so wie ihr mal gehört habt, so Rennspiele waren gar nicht mehr so 2012 so hip. Jetzt kommt ein Rennspiel, aber so richtig BAM! Einmal ein in eure Fresse schickt, das ist Forza Horizon.
Ja, mit was punktet es? Das Feeling, einmal auf auf geile Autofestival zu gehen, mit geiler Mucke und Open World und verschiedenen Rennquests. Wofür eigentlich Forza Horizon eigentlich für Simulation steht, da haben sie mal gedacht, ey, machen wir mal einen auf Fun. Auch nicht schlecht. Genau das Richtige. Ich hab's gespielt. Ich fand's sensationell. Affengeil. Aber so einfach mal, wenn das eine gute Mark ist, so ein bisschen Fun-Mode einzubauen, das kann man gut und gerne machen. Das kommt meist bei den Spielern gut an. Ja. Vor allen Dingen, das Soundtrack super geil, so richtig, richtig geiles Feeling, sehr viele Autos, kannst du auch Autos restaurieren und du machst auch einen zum Beispiel gegen ein Flugzeug. Ach du Scheiße. Ne, Propeller. Ja, okay. Ein Jet, ne? Aber sowas zum Beispiel oder halt diese Rennen, du kannst deine Steuerung individuell einstellen auf Arcade oder Simulation und das Spiel rockt schon richtig. Ich war auch da schon wieder sauer, dass ich keine Xbox besitze, weil es war für mich das beste Rennspiel des Jahres. Ist es auch gewesen. Und was soll ich sagen? Ja, wie gesagt, ich kann dazu nicht viel sagen. Ich bin nicht so der Rennspiel-Fan. Aber optisch war es auch sehr gut. Also, Autorennspiele grafisch sind immer eine Bombe. Jo. So. Ja, kommen wir zum nächsten Katastrophentitel. Sag jetzt nicht Katastrophe. Es ist, ne, so ein. Also ich als Fan sage ich, es hat mich enttäuscht. Da war ich wieder Nachgeschmack, war wirklich da. Viele haben natürlich darauf gewartet, auf den dritten Teil endlich. Ja. Rede natürlich, es ist ein Squid 3. Cry. Ja, wer bist du? Connor? Du bist Connor Kenway, ein Indianer. Du bist der Sohn von einem Templer und von einer Indianerbraut. Normalerweise heißt er Ranata Nok, also sein Indianername. Und ja, dann wird halt von der Templer-Gemeinschaft dein Dorf abgeplant. Dann weißt du, dass dahinter dein Vater steht und du spielst dich auch während der Zeit, wo Amerika zu den Vereinigten Staaten wird. Ne? Ja. Du bist dabei an historischen Schlachten bei der Unabhängigkeitserklärung sitzt du da live dabei und wie die unterschreiben. Ne? Bisschen Geschichte ist auch so. Also Geschichte ist immer gut dabei, haben sie immer gut reingebracht. Und Benjamin Franklin spielst du da und so. Ich meine, hilfst du da. Das Problem ist, sie haben es zu gut gemeint mit der ganz großen Welt. Die Welt ist einfach zu groß. Die Seeschlachten geht so. Und ja, was soll man noch sagen? Die Kämpfe sind schon sehr cool gemacht, aber das Problem war, der Charakter, alles hilft nichts, wenn der Charakter nicht so eingebunden ist wie halt Ezio Auditore. Mir hat wirklich gefehlt, dass der Typ einen Bezug zu Assassinen-Gilde hat. Er hat einfach nur eine Kutte übergezogen und seine Rache übergezogen. Ja, das war ein bisschen. Ach, sie wollten einfach so gesehen. Ja, also weil der Templer war ja eigentlich früher ein Assassine, der übergelaufen ist. Genau. Nathan Kenway, der Vater von Connor. Assassine, warum er jetzt übergelaufen ist, kann ich nicht sagen. Ist eine interessante Sichtweise, erzählte dann auch von seiner Sichtweise aus und versuchte halt seinen Sohn doch irgendwie noch zu bekehren, aber leider. Was nicht funktioniert, weil er doch für die Freiheit ist und er sagt aus seiner Sichtweise, dass die Templer, wovon er spricht, keine Freiheit ist.
da ist wieder natürlich dieser Konflikt, der sehr wichtig ist, aber trotzdem, Assassin's Creed 3 bringt einfach nicht dieses geile Feeling, was Assassin's Creed Revelations gebracht hat, wo du mit Ezio einfach der Assassine bist und so, und jetzt bist du einfach nur irgend so ein Typ, der Rache will. Du bist einfach ein Freiheitskämpfer, ne? Ein Guerilla-Fighter und der eine Assassin-Kutte drüber hat. Die Assassin-System ist auch einfach so, die haben auch, du hast keine Bruderschaft mehr, du hast einfach Leute, die irgendwie mit dir rumrennen und mit dem Ball drauf gehen. Das sind für mich keine Assassinen. Assassinen müssen für mich die Rüstung anhaben, mit Armbrust losgehen, mit versteckten Klingen. Nicht mit einem Hackbeil. Also, ich meine, in der Zeit war es auch nicht anders möglich, aber. Ah, alles ein bisschen schade. Sehr, also auf jeden Fall, es ist kein schlechtes Spiel. Einmal spielen und dann ist es okay. Sollte man jedenfalls machen. Nochmal was zum Optischen. Was sagst du? Ja, optisch sieht das Ganze gar nicht mal so schlecht aus. 17. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre. Ja. Haben sie gut hingekriegt. Einige Sachen natürlich wieder meckern auf hohem Niveau. Das könnte man anders machen, aber so war das ziemlich gut. Ziemlich gut. Ja. Ja, ein Spiel, wo ich jetzt ziemlich abfeiern werde. Halo 4. Natürlich nur für Xbox, aber Halo steht für die Xbox. So. Ey, Halo 4, Leute, ihr werdet es kaum glauben, also es war für mich der Burner. Ich habe in der Zeit Halo Marathon gemacht mit Kollegen. Halo 4 war vom Design her einfach nur bombenmäßig. Die Geschichte war einfach nur ganz geil gemacht. Die englische Synchronisation mega. Und die Steuerung einfach Bombe. Ey, die Grafik, ey, du dachtest, lass die aus der Xbox rausholen. Hammermäßig. Okay. Die Vita Industries hat ganze Arbeit geleistet. Und ja. Auf jeden Fall. Ja, was kannst du dazu sagen? Hast du doch was davon gesehen? Ja, also frei die Dächer natürlich, so wie fast vielen Spielen, also frei begehbar. Gegner, Massen waren da genug. Weite Welt so. Schwimmen halt. Du konntest ziemlich weit schwimmen zu ganzen Schiffen. Ah, du bist mal noch bei Assassin's Creed. Wir sind schon bei Halo. Ach, scheiße, verdammt, wo bin ich denn hier gelandet? Aber ich muss sagen, Halo. Verdammt. Da hab ich nur ein Teil gespielt. Das war erste, zweite. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber so Halo optisch gesehen hättest du schon Bock. Ja, optisch gesehen hätte ich da auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde das absolut scheiße, dass es das nicht für die PlayStation gibt. Ja, leider schade, aber auf jeden Fall ist ein Bombenspiel auf jeden Fall. Das Tolle war daran, es ist an der Präsidentenwahl nochmal gekommen, wo Obama nochmal neu gewählt wurde. Oh. Ganz interessant, aber warum sie diesen Tag gewählt haben, aber egal. Halo hat aber auch nicht so ganz gezündet als das Bombenspiel. Finde ich schade. Warum nicht? Keine Ahnung. Weil es Halo halt war. Es hat nicht so überzeugt wie XCOM oder. Ja, man merkt, wir werden langsam müde. Ja, oder Mass Effect. Ja, aber auf jeden Fall Halo 4. Ein Top-Titel in diesem Jahr. So, dann kommen wir noch zu einem Titel für den 3DS, Paper Mario 3DS, Sticker Star. Mario, halt mal eine andere Version. In RPG-Style, was ich immer, also Paper Mario und das Aeon-Tor ist einfach der Burner. Ey, wer das nicht gespielt hat, der hat leider was verpasst, also ne, wenn er Wii hat oder ein Gamecube. Bitte holen. Ich muss sagen, ich habe gerade keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Paper Mario ist dicker, ja.
Paper Mario hat gerade, will gerade eine Feier machen. Mhm. Und auf einmal kommt Bowser und der ist wieder mal pissig drauf. Aber warum weiß auch niemand? Nee, weil er einen Kuchen haben will. Auch von Peach. Ne? So. Klaute wieder Peach. Und dann verwandelt er alles in Sticker. Oh. Tja, und dann muss Paper Mario natürlich die Welt retten. So, das Ding ist aber, da war noch was. Was ich jetzt nicht verstehe, warum packt sie mich einfach diesen Kuchen? Tja, ist so, ne? Sie ist einfach hart. Die Story ist sehr cool gemacht, habe ich mir nochmal von meinen Kollegen sagen lassen. Das Kampfgeschehen ist kacke, leider. Echt jetzt? Ja, weil wenn du Sticker hast, ohne Sticker kannst du nicht kämpfen, dann musst du leider abkacken. No. Aber wenn du sehr viele Sticker hast, haut es schon rein. Die Sticker-Rätsel sind ab und zu dann immer nerviger. Ja, wie soll ich sagen, gegenüber vom Ion-Tor kommt da nichts ran, aber es ist besser als der Wii-Titel, weil der Wii-Titel von Paper Mario ist einfach Grotte. Und auf jeden Fall, es lohnt sich doch zu spielen, weil es fordert schon irgendwann, aber es ist nicht so krass wie das Ion-Tor und auf jeden Fall, es ist ein Top-Titel für den 3DS, optisch gesehen. Das ist natürlich toll. Muss dir einfach vorstellen, Paper Mario und Papier, so ein bisschen, kleine Schnipsel. Mhm. Es ist sehr bunt, es ist sehr cool. Ich sag mal so, für ein 3DS, man sollte sich holen. Kann nicht schaden. So, jetzt kommen wir einmal, bevor wir das allerletzte Spiel und dieses Jahr beenden. Ja, es ging ziemlich schnell. Im November ist die Nintendo Wii U rausgekommen. Jetzt können wir ein bisschen abhaten, richtig abhaten. Ganz ehrlich, ich habe mitbekommen, sie ist rausgekommen. Ich weiß nicht mal genau, was die Wii U ist. Alter, die Wii U, es ist eine Nintendo-Konsole mit einem Tablet. Dieses Tablet dient als dein neues Gameplay-Element. Also der Joystick hat einen mega Bildschirm, es ist mega groß und du kannst damit deinen Fernseher finden und du kannst von dort aus spielen, du kannst von hier aus spielen. Oder du kannst währenddessen, wenn einer Fernsehen guckt, kannst du spielen und so weiter und so fort. Ganz coole Features. Das Ding ist nur, das Line-Up ist nur alter Käse. Der kam, was wir gleich ansprechen, Tekken Tag Tournament, Darksiders 2, Mass Effect 3, was kam da noch raus? Assassin's Creed 3, was kam da noch raus? Oh, so viele Spiele. Ach, was heißt so viele? Auf jeden Fall kamen da nichts raus. Genau. Ich weiß nicht, ob SSX rauskam, aber auf jeden Fall diese Spiele, diese alten Käse-Dinger, dachte ich auch so. Ja, was sie sich dabei so gedacht haben. Weihnachten natürlich, voller Hype, alle haben sich eingeholt. Und dann, wie wir schon gesagt haben, ab Anfang des Jahres. So langsam, aber sicher tote Hose. Jo. Immer noch, bis heute. Also, da gab es Spiele, es kommen trotzdem Spiele dafür raus, aber die sind nicht so geil. Schade eigentlich. Ja, weil das Feature ist da und das ist die erste Konsole, die 8. Generation so vertreten wollte. Hat es aber nicht. Kann man leider nichts machen. Tja, ein Desaster einfach, finde ich. Vor allen Dingen, aber sie haben mal die Karte reingepackt. Wenigstens etwas. Wenigstens. So, Tekken Tag Tournament 2. Das letzte Spiel, was ich hier anspreche, für mich der letzte Versuch nochmal Tekken zu spielen. Ich war enttäuscht vom 6er. Hast du ja auch gehört, ne? Ja. Und ich muss sagen, für mich ist es einer der besten Tekken zur Zeit. Ich muss nicht mehr viel sagen. Ich lasse dir ein bisschen mal letzten Worte noch zu diesem Spiel. Tekken Tag Tournament 2 ist wie bei jedem anderen Beat'em-up, was ich hier bisher gespielt habe, bestimmte Charaktere. Devil Jin, jetzt nur mal als Beispiel. Man spielt mit ihm, man kommt gleich rein. Man kämpft einfach, kann den Gegner mit ihm schon gleich auf die Fresse hauen und unglaublich. Dann gibt es natürlich wieder Charaktere, die muss man spielen können. Das ist immer so eine Sache von Handling, Timing, was mich bei diesem Teil nervt. Dort könnte ich gegen die Wand das laufen. Blocksystem, das hatet er so ab. Nichts machen, um zu blocken. Das geht einfach nicht.
blocken tue ich auf R1 oder auf irgendeiner anderen Taste. Aber doch nicht. Nichts tun. Das kann... Das bei Street Fighter muss man nach hinten drücken, um zu blocken. Meinetwegen noch nach hinten drücken. Ja, aber nicht irgendwas machen. Meinetwegen die Kontrolle auf den Kopf stellen. Das wäre mir scheißegal. Hauptsache irgendwas. Ey, ich glaube, du hast jetzt irgendein Feature gefunden, was die irgendwas reinnehmen oder sagen, ey, Kopf stellen. Auf jeden Fall, meinetwegen X4 L1 und dann Start drücken, um zu blocken. Aber Hauptsache, will wirklich was machen. Oh Mann. Ja, okay. Ich finde, so geht das nicht. Ja, so geht das nicht. Aber sonst vom Umfang her? Umfang, geil. Eigene Musik zu den jeweiligen Stages. Finde ich absolut gut gemacht. Charakterdesign kann man auch verändern. Also da haben sie eigentlich in die Trickkiste gegriffen und alles, was sie hatten, rausgeholt. Und ich finde, das haben sie echt gut gemacht. Ja, das, was sie eigentlich vor 3 Jahren hätten machen sollen, haben sie jetzt erst gemacht. Aber meckern kann man darüber jetzt auch nicht. Kann man nicht. Also das Kampfsystem hat sich erweitert. Die Grafik ist endlich mal schön. Es ist eigentlich das Next-Gen-Tekken, was eigentlich rauskommen sollte vor 3 Jahren. Ist jetzt rausgekommen. Es ist Tech-Tournament. Es ist einfach mega. Ja, also da kann man so gesehen nicht viel falsch machen, wenn man sich als Beat'em-up-Fan das holt. Wirklich. Also Tekken ist wieder da und ich freue mich schon auf das nächste Tekken. So, Maurice, ich glaube, wir dürfen wieder klatschen. 2012 ist durch. Meine Fresse, das war eine Menge Holz. Aber hallo. Mhm. So viel Holz kannst du mal stapeln. Ja. So, sagen wir mal so, mal so aus der ganz ernsten Betrachtungsweise, wie fandst du das Jahr 2012? 2012 hatte jetzt nicht so viele Hammerspiele. Ich fand es auch sehr, sehr mau. Ich musste persönlich gucken, um mir meine Spiele zu suchen. Also ich persönlich habe mir echt nur 4 Spiele letztes Jahr geholt. Ich habe sehr viel alten Kram nachgeholt, so wie ich habe mir nochmal Kingdom Hearts reingezogen, komplett 2 Spiele. Ich habe mir Ico und Shadow of the Colossus nochmal komplett durchgezogen. Ich habe Halo komplett durchgespielt. Da stimmt schon. Ja, es ist schade, nur 2012 bringt auch Spiele, die wirklich der Hammer sind. Es sind zwar nicht viele, aber diese Spiele sind dann echt ja, Bombe. Ne? Also man muss, also für jeden war was dabei natürlich, aber wie gesagt, es sind wieder 2 Konsolen rausgekommen für die 8. Generation. Leider nicht die Burner. Man dachte, die Nintendo Wii U könnte vielleicht wieder einen Schwung bringen. Hat es aber nicht. Der Wii-Schwung ist vorbei. Vorbeigeschwungen. Ja. Und bis die Schaukel wieder nach unten kommt, dauert das wieder. Wenn die Wii U langsam jetzt nicht fußgleich, wir sind jetzt im Sommer 2013 und die Wii... sollte sich langsam mal... Die haben sich am Riemen gesessen, die wollen eine neue Marke machen. Oh. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab, aber ich werde sehen. Nintendo, man weiß ja nie. Könnte interessant werden. Nach fucking 10, 12 Jahren sehen sie endlich mal ein, ey, wir müssen mal was Neues machen. Aber, ja, ich fand das ja nicht so doll. Ja. Da war 2011 doch ausreichender. Ja, hier gab es so gesehen ein paar mehr Spiele, auf die man eher gewartet hat. So ja. In 2011 kam so alles raus. Alles, geil, aber geil. Wirklich alles, da konntest du nicht gucken. Ja. Aber hier bei 12, da kommst du so ein paar bestimmte raus, auf die hast du gewartet. Boah. Mal so. Jetzt ist das raus, jetzt nehme ich das mal. Ne? Genau, da hattest du so gesehen feste Daten, dann kommt das raus und das holt man sich. Ja, aber du konntest echt sau viel spielen, also nachholen. Deswegen, also ich fand 2012 sehr mau. 2013 fängt jetzt auch ein bisschen mau an, aber was soll man sagen? Kommen wir jetzt zu dem Fazit. Welche waren deine Game of the Years? 2012? Game of the Years, natürlich ganz klar. Mass Effect, das muss mit rein. Ja. Wenn nicht, ist irgendwie was kaputt gegangen. Ja, dann was ist los? Trails Revolution, obwohl das nur so ein einfaches Spiel ist, es macht einfach mega Fun. Mhm. Kingdom Hearts 3D, das musste sowieso mit rein. Ultimativer Kingdom Hearts Fan. Ja. Welches Spiel haben wir denn noch? XCOM natürlich. Mhm. Man hat so nicht viel von gehört.
aber man hat nachher gesehen, das war einfach ein Spiel, das konnte man spielen und hat auch einfach nur Spaß gemacht. Eine alte Spielweise, die einfach neu gemacht, ja. Und ich muss auch mit reinnehmen Tekken Tag Tournament 2, obwohl ich nicht der Beat'em-up-Fan bin. Das hat ziemlich gerockt. Okay. Und der absolute Gewinner natürlich Kingdom Hearts 3D. Da haben sie wirklich alles mit reingenommen, was man nochmal haben wollte, ja, im Kingdom Hearts. Ums Verdecken einfach nochmal den Nintendo einfach noch so einen fetten Schub bekommen, so, hey Alter, hier hast du Kingdom Hearts 3 Dream Drop Distance. Yeah! Das beste Handheld-Kampfsystem auf die Fresse! Was würdest du nehmen? Ja, fangen wir mal so an. Natürlich, es fing für mich natürlich persönlich an mit Final Fantasy 13-2. Ich war sehr zufrieden, war aber ein bisschen geschockt, wie schnell das dann doch zu Ende war. Ja. Mit Fortsetzung folgt, da habe ich einen offenen Mund gehabt, da saß ich so, Alter, das könnt ihr mir doch nicht antun. Und dann kam irgendwann der DLC, dann habe ich sofort 5€ geholt und bam, war ich doch mehr zufriedener als mit dem Ende von Original. Ja, und dann kam Journey. Ich dachte, wow. So ein kleines Spiel, so große Emotionen. Alter, hätte ich nie gedacht, dass mich das Spiel so hookt. Ich meine, es hat sehr viele gehookt. Ja, also man kann nicht viel sagen, man muss es selber gespielt haben. Es ist ein Gefühl, ein reines Gefühlsachterbahn, was du da machst. Dann kommt natürlich für mich Halo 4. Auf jeden Fall für mich auch ein Anwärter auf das Spiel des Jahres, weil es einfach geil durchgestylt ist, einfach geile Baller-Action und die Halo-Story ist so packend, so gut, dass man einfach, wir haben es zweimal durchgespielt. Ja, kann einmal, ich verstehen. Aber auf normal und einmal auf legendär. Auf den härtesten Schwierigkeiten. Es macht so viel Bock, einfach nur hammerheftig geil. Also, und natürlich auf das legendäre Ende achten. Ich sag mal so, es dauert nur 2 Sekunden. Es ist eine bestimmte Sicht, müsst ihr kurz aufpassen. Aber ist egal. Natürlich kommt auch dazu Tekken Tag Tournament 2, eines der Beat'em-Ups, die sehr gut waren. Dead or Alive 5 habe ich nicht erwähnt, weil es war für mich doch schon eher blass. Ja, und natürlich Kingdom Hearts 3 DS kommt auch für mich natürlich rein, weil ich habe es nicht gespielt, ich habe es eher mir angeguckt, weil ich dachte so, ey, ich war so sauer, ey, du willst nicht wissen, wie ich ausgerastet bin, dass der Scheiß mit 3DS rauskommt. Das bin ich auch. Alter, dürfte ich irgendwas zerstören, dann hätte ich meine Wut ausgelassen. Scheiß 3DS! Ne? Ah, dass die Scheiße an Kingdom Hearts, dass da alles für eine unterschiedliche Konsole rauskommt. Ja, das geht gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Und mein Spiel des Jahres, ohne Scherz, Halo 4. Ich war so fasziniert von der Welt, wie die designt war, von der Story, vom Charakter her. Der Master Chief hat Emotionen gezeigt, weil normalerweise der zeigt nicht so seine Emotionen. Aber da hat man gesehen, allein nur durch so eine, wenn ich die Bilder noch im Kopf habe, mega geil. Also geiler Action-Titel, Halo 4 auf jeden Fall. Und dann kommt für mich Journey und dann kommt für mich Final Fantasy 13 2 an dritter Stelle. Es ist ein gutes Japan-RPG, ich liebe dieses Spiel schon, aber Journey hat einfach für mich die Gefühle ganz hochgepackt, aber Halo 4 war einfach der Bombentitel für mich, muss ich sagen. Und ja, Maurice. Ich würde mal sagen, dann sind wir jetzt auch mit dem Jahr 2012 durch. Ja, wir haben eine Menge Holz durchgerattert, meine Damen und Herren. Ja, wir sind hier bei einem Counter, den wollt ihr nicht sehen. 5 Stunden oder so. Da kommst du locker mit raus. Oder 6 Stunden. Ja, ich hoffe, unsere Spielauswahl war okay für euch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Und ja, ich würde mal sagen, das nächste Mal würden wir uns sehen beim Gamescom-Podcast. Ja, ich werde live in Köln dabei sein, wie die PS4 in Deutschland steht und was da noch rauskommt, wie Xbox den Leuten die Konsole attraktiver macht und was Nintendo vielleicht noch für einen Strategieplan im Ass in der Ämmel hat vielleicht oder doch nur die Arschkarte.
sind wir alle drauf gespannt. Ne, also sehr, sehr hohe Erwartungen gibt es natürlich. Und ich freue mich riesig drauf. Und ja, Sommerloch ist Sommerloch, da kommt gerade jetzt nichts. Also Leute, geht raus, geht schön am Stand, macht fette Sachen und leiht euch lieber Filme aus, weil zum Zocken gibt es sowieso nicht, außer The Last of Us, der Burner zurzeit. Kann man nichts anderes zu sagen. Oder wenn ihr auf Japano-RPG steht, könnt euch einen Haufen Japano-RPGs jetzt holen. Das ist ein Ansturm. Ja, und wer keinen Bock drauf hat, ja, der Ding ist nicht. Kann noch mal ein paar alte Spiele zocken. Ja, denen ist aber tausendmal auch nicht mehr zu helfen. Ja. Ich meine, was soll man denen noch geben? Außer Emulator holen und Pokémon spielen. Ne? Wohl wahr. Ja, ey, ich war letztens beim Kollegen, hab Bioshock Infinite gezockt und wir haben per Emulator auf dem geteilten Bildschirm eher Pokémon Weiß und nicht Pokémon Feuerrot Edition. Es hat gehuckt, es hat so Spaß. Es wollte nicht aufhören, das ist sehr schlimm. Ja, egal. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschüss. Tschüss. Warte, wieso tschüss? Ich würde nochmal fragen, wie war es denn so für dich jetzt? Ja, zweiter Podcast. Es macht einfach nur Laune, man könnte den ganzen Tag nur reden. Und das kann man ruhig öfter machen. Alles klar. Das schockt einfach nur. Ja, das hört sich auch gut an. Ja, ich habe wie immer Spaß daran. Ich werde mal sehen, wie lange ich dann schneiden werde. Ich hoffe, das wird schnell fertig. Warum sage ich das? Boom. Egal. Wer das hört, der ist schon fertig. Naja, egal. Dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Juhu. Ciao.